Die ersten paar Sekunden überbrücke ich immer noch mit sinnlosem Erzählen, weil es immer technisch bedingt ein bisschen dauert, bis alle Zuschauer, die schon da sind, auch den Zugang haben. Deswegen, das tröpfelt jetzt so ein bisschen nach und nach rein. Und ich will dann nachher nicht schon begrüßt haben, wenn die meisten erst reinkommen oder jeden einzeln begrüßen müssen. So, okay. Dann würde ich sagen, auch wenn es jetzt noch langsam ein bisschen hochläuft, starten wir jetzt offiziell. Ich begrüße im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung, das ist die Niedersächsische Landesstiftung, Liberale Landesstiftung, heute zu unserem Teil 5 unserer kleinen Reihe Rassismus im Fokus. Und ja, Teil 5 und gleichzeitig die Abschlussveranstaltung. Ich muss gestehen, ich werde das, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen ausführen. Das ist tatsächlich heute eine Veranstaltung, vor der ich große Demut habe, weil es thematisch eben ein sehr, sehr heißes Thema ist, an das wir uns hier ranwagen. Und ich bedanke mich dafür auch einfach nochmal bei der Stiftung oder den Stiftungen, dass sie das möglich gemacht haben, dass wir darüber sprechen. Und ich freue mich jetzt natürlich auch erstmal meine drei Diskutanten heute begrüßen zu können. Und ich beginne mit der Dame Anna Schneider. Liebe Anna, hallo. Hallo. Anna ist heute aus Berlin zugeschaltet, wo sie seit, ich weiß gar nicht, ungefähr einem Jahr oder so was bei der NZZ Politikberichterstattung macht. Vorher bei Addendum in Österreich gewesen. Das ist ein Monatsmagazin, das auch mitgegründet. Und zuvor im Parlamentsclub der NEOS aktiv. Insofern ein österreichischer Blick aus Deutschland heraus gewissermaßen auf das Thema. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Freue mich. Dann überlege ich gerade, mit wem mache ich weiter? Ich mache jetzt einfach mal mit Hasnain weiter. Hasnain Kasim, Hallo. wer kennt ihn nicht, sage ich jetzt einfach mal, hat nicht nur einen Bestseller vorgelegt, den habe ich hier liegen, den anderen habe ich gerade nicht gefunden. Post von Karl-Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen, was ich ihnen antworte, sondern auch sein aktuelles Buch, das heißt Auf Sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten. Das heißt, er setzt sich eben auch ganz stark natürlich mit dem Thema Sprache und Auseinandersetzung, Diskurs auseinander und natürlich eben auch rund um das Thema Demokratiefeindlichkeit und vor allem auch Rassismus. Er ist in einem Ort geboren, den ich gar nicht aussprechen kann, auch wenn er gar nicht so weit weg ist, von hier in Niedersachsen, als Sohn, jetzt muss ich aufpassen, indisch-pakistanische Eltern, richtig? Genau. Aber ich bin in Oldenburg geboren, in Oldenburg geboren, in Holland-Schielenfeld bin ich aufgewachsen. Genau, in Holland-Wielenfleet, wer kennt es nicht, aufgewachsen Genau, Metropole. und lange Zeit beim Spiegel gewesen, inzwischen freier Publizist. Und last but not least, Ronen Steinke. Auch von dem kann ich, liebe Anna, du siehst es mir nach. Von dir haben wir noch kein Buch. Mal schauen, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Von ihm kann ich ein aktuelles Buch zeigen. Das ist Terror gegen Juden. Das ist tatsächlich gerade vor was, 2, 3 Wochen erschienen. Ja, so ungefähr. Allerdings muss man sagen, und er hat auch noch ein tolles Buch zu Fritz Bauer geschrieben, was ich jedem ans Herz legen möchte. Warum er heute hier ist, ist aber eigentlich nochmal ein anderer Grund, weil im September noch ein neues Buch von ihm kommt, nämlich Antisemitismus in der Sprache. Also nochmal eine andere Perspektive. Und im Hauptberuf, wenn er nicht gerade irgendwie alle 2 Monate ein Buch raushaut, ist er bei der Süddeutschen Zeitung. Mich dabei zu sein. Hi. Ich freue mich wirklich, dass wir es heute auch in der Konstellation geschafft haben. Und wir haben uns geeinigt darauf, dass das okay ist, dass wir mit einem kleinen Spiel, wenn man das bei dem Thema überhaupt sagen kann, starten. Ich würde so ein paar Themen, die rund um die Frage, wie man mit rassistischen Symbolen und Worten umgeht, mal ein paar Themen reinwerfen und euch einfach bitten, dass ihr entweder, weil ihr es schon kennt oder aus einem Bauchgefühl heraus sagt, ja, was ich halt sage, das und das Denkmal abreißen, ja oder nein, sagt ihr ja, nein oder bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, Regeln sind klar. Und dann bin ich mal gespannt, was da schon rauskommt, weil ich persönlich mir, da habe ich jetzt das Glück als Moderator, mich auch nicht festlegen zu müssen, an vielen Stellen tatsächlich sehr schwer tun würde. Und das ist ein bisschen vielleicht auch der rote Faden, der zumindest mich durch den heutigen Abend bringt. Ich will das Richtige tun und weiß manchmal einfach auch nicht, was es ist. Und ich glaube, dass das vielen Menschen so geht gerade.
Ich fange mal an mit einer Debatte, die jetzt vielleicht am meisten diskutiert wurde in letzter Zeit. Die Statue in Bristol war das von Edward Colston, ein wichtiger Mann offensichtlich der Stadt Bristol, aber eben auch ein Sklavenhändler. Wir haben, glaube ich, alle die Bilder gesehen, wo diese Statue runtergerissen wurde und dann in irgendeinem Fluss, ich weiß gar nicht, was da ist, versenkt wurde. Was sagt ihr dazu? Richtig, falsch oder ihr wisst es noch nicht so richtig? Okay. 2-1, wenn man so will. Dieselbe Frage zu Bismarck in Deutschland. Also ne, Bismarck, der Einiger des Reiches, der eigentlich ohne den es wahrscheinlich auch Deutschland in der heutigen Form nicht gäbe. Auf der anderen Seite natürlich ein Nationalist, ein Franzosenhasser, brauchen wir gar nicht drüber reden, von dem in Deutschland überall Denkmäler rumstehen, von dem es gibt es Bismarck-Türme, es gibt natürlich auch zahlreiche Bismarck-Plätze und Bismarck-Straßen. Bismarck, Denkmäler runter, ja, nein? Okay, Einigkeit. Die Diskussion in Berlin rund um die U-Bahn-Station Mohrenstraße und auch die dazugehörige Straße. Die U-Bahn-Station ist inzwischen umbenannt. Das war ja etwas unglücklich gewählt, weil man dann jemanden genommen hat, dem man dann auch Antisemitismus nachweisen konnte. Jetzt ist das alles ja nochmal neu in der Diskussion. Also Mohrenstraße als Straße, reden wir mal nicht über die U-Bahn, Mohrenstraße als Straße umbenennen, ja, nein? Okay. Luther. Luther ist ja, was auch immer, Anna weiß schon, was ich fragen will. Luther, wir hatten das Lutherjahr ist nicht lange her, also letztendlich geht es ja bei Luther, ich meine, die Geschichte, der geht nicht mehr weg, aber die Frage ist, Luther auf ein Podest heben und feiern oder nicht? Also die Frage natürlich vor dem Hintergrund seines überlieferten, späten, vor allem aber ziemlich brutalen Antisemitismus. Was ist die Frage? Naja, sollen wir den weiterhin so explizit feiern? Soll es Luther, dann frage ich einfach, soll es Lutherstraßen in Deutschland geben? Okay. Dann Otto, der Film. Ich weiß nicht, ob ihr diese Debatte mitbekommen habt. 35 Jahre alt jetzt, kennen wir alle wahrscheinlich. Es gibt da eine Szene, wo ne, schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füße, das ist so ein bisschen auch in den Sprachgebrauch, hat sich eine Zeit lang eingebürgert. Und da fällt das N-Wort. Und jetzt ist die Frage, soll der Film wieder in die Kinos kommen? Soll er, ja oder nein? Also das ist sowieso die Diskussion, er soll wieder in die Kinos kommen. Aber mit diesem Wort oder so? Ja, ja, klar, also unverändert. Das Wort. Unverändert. Okay. Das lässt sich jetzt auch nicht so klar machen. Ne? Also das ist eigentlich fast das, was ich mir gewünscht habe, weil es ist eben nicht so einfach. Ich habe noch 3 kurze Punkte. Sollen wir den Begriff Türken für Fälschen weiterhin benutzen? Sollen wir den Begriff Mauscheln weiterhin benutzen? Und dann ist die letzte Frage, sollen wir eigentlich den Begriff Antisemitismus weiterhin benutzen? Okay, ich will, wir haben gesehen, es ist sehr, sehr divers und ich will jetzt tatsächlich, weil die letzten 3, ich habe schon Annas Gesicht gesehen, so, was will er denn jetzt von uns? Also Diplomatin wirst du auch nicht mehr, aber ich will jetzt tatsächlich, weil diese letzten 3 Beispiele habe ich aus dem Buch von Ronen, aus dem neuen Antisemitismus in der Sprache entnommen. Ronen, willst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Also vielleicht erstmal zu dem Thema Antisemitismus, weil es irgendwie auch so ein bisschen das Problemfeld eigentlich schon aufreißt. Ne? Wenn wir heute über Antisemitismus reden, sind das ja meistens die Leute, die keine Antisemiten sind, die das tun und die eher Antisemitismus brandmarken wollen. Aber es ist ja schon ein Problem, eigentlich in der Begrifflichkeit an sich angelegt. Also der Begriff Antisemitismus hat eine interessante Geschichte, die aber nicht dazu führt, dass das ein Unwort wäre, sondern ich verwende das, weil das genau die Sache bezeichnet und alle auch das darunter verstehen.
nämlich Ablehnung und Hass auf Juden. Aber das Interessante ist eben, dass das Wort Antisemitismus im 19. Jahrhundert geprägt wurde von Leuten, die für ihren Judenhass ein edleres Wort suchten. Also deutschsprachige Publizisten, die sozusagen im Trend der damaligen Zeit ihren Judenhass mehr rassistisch und mehr mit Abstammung begründen wollten und auch mehr wissenschaftliche Weihen verleihen wollten, haben dieses Wort geprägt. Anti und Ismus, das klingt also fast wie so eine Art Philosophie und nicht wie ein Ressentiment und wie ein Affekt. Und das suggeriert so ein bisschen, als ob Semitismus auch eine Philosophie wäre oder zumindest eine Abstammung. Und das ist eben der Irrtum, dem man nicht erliegen sollte. Dem erliegen manchmal Leute auch sozusagen ohne böse Absicht, dass sie annehmen, Semit sind ja irgendwie die Menschen aus dem Nahen Osten oder Semit ist ja ein okayes Wort auch für Juden. Das ist eben nicht der Fall. Also die Idee, Juden als Semiten zu bezeichnen, als Synonym, ist keine Idee, die jemals Juden hatten, sondern ist eine Idee, die von vornherein Judenfeinde sich ausgedacht haben. Das hat auch sozusagen in der pseudowissenschaftlichen Logik des Rassismus hat auch keine richtige Logik. Also die Sprachfamilie der semitischen Sprachen ist real, ist also in der Linguistik bezeichnet, dass Sprachen wie das Aramäische, wie das Arabische, wie das Hebräische, bis hin aber auch zu Äthiopien. Und die Antisemiten oder die Menschen, die damit dann Juden bezeichnen wollen, picken aber natürlich nur die kleine Gruppe der Juden heraus. Die meinen damit nicht alle Menschen, die semitische Sprachen sprechen. Also das ist sozusagen, die haben sich einen realen Begriff aus der Linguistik herausgepickt und ihn benutzt, um damit ihre eigenen Ressentiments ein bisschen wissenschaftlicher klingen zu lassen. Interessante Geschichte, aber das führt mich nicht dazu zu sagen, dass dieses Wort ein Problem ist. Allerdings das Wort Semit, das ist ein Problem. Ich habe das jetzt auch nur als Beispiel nehmen wollen zum Einstieg, weil man eben da sieht, selbst bei Sachen, die eigentlich relativ unumstritten wirken, könnte man am Schluss eben dann doch wieder eine Debatte führen. Und die Frage, die uns hier eben heute auch zusammenbringt, ist eben tatsächlich, ob man in irgendeiner Form überhaupt ein Regelwerk, ich glaube jetzt sowieso kein juristisches, sondern eher ein Regelwerk des Miteinanders finden kann, was okay ist und was nicht. Gibt es denn, ich gucke jetzt mal Anna oder Hasnain an, gibt es da für euch, habt ihr da irgendwie für euch einen roten Faden gefunden im Umgang mit diesem? Ich meine, ich habe jetzt gemerkt, ne, auch bei den Fragen, die ich euch gestellt habe, war es jetzt auch nicht so, dass ihr sofort gesagt habt, klar, muss so oder so sein, ihr musstet auch nachdenken. Habt ihr für euch da einen roten Faden entdeckt? Gibt es irgendwie ein Regelwerk, was ihr für euch gesetzt habt? Was ist okay, was geht nicht? Ich weiß nicht, wer sich berufen fühlt. Also, wer als erstes zuckt? Anna hat als erstes gezuckt. Nö, es ist tatsächlich, wie du sagst, ja, man kann sich sehr schwer einen roten Faden ausdenken für sich selbst, aber ich finde, es gibt gewisse Begriffe, bei denen man sowieso weiß, dass man sie nicht mehr verwendet. Wenn man jetzt zum Beispiel den Otto-Film hernimmt und ob der jetzt im Kino gezeigt werden soll oder nicht, jetzt würde ich ganz in erster Linie mal sagen, die Kunst ist frei und auch wenn man es vielleicht nicht so betrachtet, ist auch der Otto-Film Kunst. Was man allerdings machen kann, und das fände ich auch mehr als gut so, im Vorfeld darauf hinzuweisen, aus welcher Zeit der Film stammt, warum das Wort da drin vorkommt. Also zum Beispiel, wenn man das mit einer Schulgruppe besucht, kann man ihn ja vorher erklären. So und so war das vor 35 Jahren. Ihr merkt es vielleicht, Kinder, wir machen das heute nicht mehr. Und das hat die und die Gründe. Das ist so wie das Wort Türken für, was hast du gesagt? Täuschen. Ja, täuschen. Ja, das verwende ich. Ich würde auf die Idee nicht kommen, es zu verwenden. Es gibt aber für mich auch nicht den Zwang, es zu verbieten, ausdrücklich so. Weil so wie das N-Wort, ich auf die Idee nicht kommen würde, es zu benutzen. Was daran liegt, dass wenn man meiner Meinung nach ein halbwegs reflektierter Mensch ist, gewisse Begriffe einfach nicht verwendet und man weiß, dass sie für andere verletzend sind oder nicht notwendig. Und anders als Straßen oder Denkmäler verändert sich ja meine Sprache, vor allem die von lebendigen Menschen, sowieso immer. Und ich kann ja sehr gut darauf aufpassen, wie ich spreche. Und das würde ich von Menschen erwarten. Und die, die das nicht machen, ja gut, mit denen würde ich dann einfach auch nicht mehr kommunizieren. Also die werden nicht, ja, ihr Problem quasi. Hasnain? Also ich sehe das schon ähnlich. Es gibt kein richtiges Regelwerk. Ich glaube nicht, dass man das in Stein meißeln kann, weil es gibt viele Begriffe, wo es klar ist, da sind wir uns einig. Es gibt viele andere Begriffe, wo das, glaube ich, nicht so klar ist. Da müsste man, also du fragtest nach Mauscheln, da müsste ich jetzt wirklich nachdenken, was genau ist jetzt problematisch. Ich lasse es mir dann aber gerne erklären und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man sich einig wird.
Das darf aber nicht heißen, wenn wir jetzt sagen, es ist alles nicht so einfach und nicht so eindeutig, dass irgendwie auch alles okay ist. Das ist es eben nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die gehen wirklich nicht. Und da ist es sehr eindeutig. Bei dem N-Wort, glaube ich, sind wir uns einig. Und bei dem Otto-Film müsste ich auch dazu sagen, ich finde, also ich glaube, Ronan hatte nach unten gezeigt, indem man den Film zeigt mit dem Wort da drin. Ich hatte ja gezeigt, mittlerweile muss ich das vielleicht ein bisschen revidieren. Also ich finde auch, man müsste es vorher erklären, vorher sagen. Wir hatten jetzt kürzlich eine, wie ich finde, etwas schräge Debatte, aber ich finde es ja okay, dass man über all das redet, ob man Pippi Langstrumpf noch lesen darf oder Jim Knopf. Wo eine, ich glaube, Pädagogin war es, in Kindergärten oder Kitas sagt, das wäre rassistisch oder so. Und das sollte man also aus den Regalen nehmen. Das halte ich für absurd. Ich glaube nicht, dass man das aus den Regalen nehmen muss. Auf der anderen Seite sehe ich, da sind Begriffe drin. Also ich habe noch eine ganz alte Ausgabe von Pippi Langstrumpf, war unsterblich verliebt in Pippi Langstrumpf als Kind und bin deswegen natürlich auch sehr voreingenommen. Die darf man nicht verbieten. Aber ich sehe natürlich, da sind problematische Sachen drin. Also sie spricht ja von N-Punkt-König, also ihr Vater war ein König. Ich habe die alte Ausgabe, wo das so drin steht. Wenn ich das vorlese, lese ich Südseekönig. Und wenn ein Kind das sehen würde, würde ich so, wie Anna das gesagt hat, und ein Kind würde sagen, da steht aber was anderes, da steht nicht Südseekönig, würde ich es erklären und sagen, ja, früher hat man das so getan. Ich unterstelle Astrid Lindgren nicht, dass sie das aus rassistischen Motiven gemacht hat. Wahrscheinlich hatte sie ein Weltbild, wie es Menschen in der Zeit hatten. Das war damals schon nicht in Ordnung, man wusste es nicht besser, heute sagen wir es nicht mehr. Und ich glaube, das versteht dann ein Kind auch. Der Lerneffekt ist ja da. Ich glaube nicht, dass man das pauschal in Frage stellen sollte. Jetzt haben wir das N-Wort, eigentlich ohne uns groß abgesprochen zu haben, eben alle nicht ausgesprochen. So, das ist ja eigentlich schon auch der erste Diskussionspunkt. Das ist ja keine Frage, dass keiner von uns, oder würde mich jetzt sehr wundern, wenn irgendjemand von uns hier in der Runde sagen würde, das ist eine ordentliche oder adäquate Beschreibung für Menschen schwarzer Hautfarbe. Ich glaube, das ist eben das, was Anna auch gesagt hat. Da sind wir Gott sei Dank lange drüber weg. Die Frage ist jetzt nur, ist es dann tatsächlich aber richtig zu sagen, selbst in einem wissenschaftlichen Diskurs oder jetzt zum Beispiel in so einer Debatte, wo wir drüber diskutieren, ja, das gewissermaßen noch nicht mal zitieren zu können. Also ne, wir haben jetzt nicht über Karl Marx gesprochen oder so, aber da gibt es ja auch diese Passage, wo er, ich spreche es jetzt auch mal ganz bewusst aus, wo er, ich weiß gar nicht, wen hat er da, Lasalle oder was auch immer, hat er beschimpft als jüdischen Nigger. Ja, so, ist es jetzt, wahrscheinlich kriege ich jetzt schon einen über den Kopf von dem einen oder anderen Zuschauer, dass ich das gesagt habe, aber müsste es nicht eben möglich sein, in so einem Diskussionsraum das natürlich zu sagen, auch zum Beispiel einem Kind zu erklären, also das N-Wort sagen wir heute nicht, wir sagen heute Siebzehnkönig, müsste man da nicht sogar trotzdem sagen, dieses Wort sagen wir heute nicht mehr, wir sagen es anders, weil es ist rassistisch. Weil es wird ja tatsächlich versucht, solche Begriffe, auch andere, wirklich komplett aus der Debatte zu entfernen. Also ich glaube, es sollte darum gehen, solche Wörter nicht zu normalisieren und deutlich zu machen, dass es Tabus sind. Aber natürlich, wie du sagst, in einem wissenschaftlichen Kontext oder im Kontext wie heute, solange wir uns alle im Klaren darüber sind, wovon wir reden, brauchen wir es auch gar nicht aussprechen. Das war jetzt, glaube ich, so unsere stillschweigende Annahme. Wir alle wissen, was mit N-Wort gemeint ist. Wenn du es jetzt aus Klarstellungsgründen nochmal ausgesprochen hast, glaube ich, würde es keiner so missverstehen, dass du das Wort affirmierst oder irgendwie die Dramatik verkennst. Aber ich glaube, es geht schon darum, und das ist auch der Grund, warum mir geht es genauso wie Hasnain. Ich habe auch eine alte Pippi Langstrumpf-Ausgabe und ich wollte die meiner Tochter vorlesen und ich bin fast zum Stuhl gefallen, weil das ist also eine Drastik und es kommt fünfmal auf einer Seite, die einem heute sehr klar vor Augen steht. Das darf nicht normal sein und es darf auch nicht den Kindern vermittelt werden, dass das so eine normale Vokabel ist. Deswegen ist es gut, das Wort sozusagen zu tabuisieren oder es eben so einzuführen und zu sagen, das ist kein normales Wort, so reden wir heute nicht. Aber weil ihr alle von Kinderbüchern redet, ich habe tatsächlich auch eines und aus meiner Kindheit und ich spreche es jetzt auch einfach aus, weil wir eh alle wissen, wovon wir sprechen. Also das Buch heißt 10 kleine Negerlein und das war im Kindergarten damals eben überhaupt nichts Anrüchiges, natürlich nicht. Und ich habe auch Pippi Langstrumpf zu Hause und alles. Und eben, wenn ich es jetzt sehe, reißt es mir auch kurz beim Titel. Also, aber wir sehen ja das, was ich vorher gemeint habe, nämlich, dass wir schon in einer Zeit leben, wo wir, okay, vielleicht bin ich ein bisschen jünger als ihr, aber jetzt auch nicht wesentlich, wo wir, wenn wir eine gewisse Bildung genossen haben oder wenn wir uns miteinander gesetzt haben, auf die Idee gar nicht mehr kommen, diese Worte zu verwenden. Aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, kommt es auch gar nicht darauf an, welche Bildung ich genossen habe. Ich wüsste in meinem Alter jetzt wirklich niemand mehr, außer er will absichtlich beleidigen, der das verwendet. Und
Deswegen kann man es eben, wie du sagst, Christoph, ich würde da auch keine Angst davor haben. Wir sitzen ja wohl hier in einem Raum, wenn wir darüber diskutieren, dass alle gleichermaßen nicht in Ordnung finden und dann sagen, das geht's. Das muss ja möglich sein, weil sonst kann man sich ja nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, wo man das macht. Also hier bei uns im Raum ist das so, aber bei Twitter zum Beispiel ist es nicht so. Ich meine, da folgen eine Menge Leute, die weder diese Bildung genossen haben, noch irgendwie verstehen, was sagbar ist und was nicht. Und wenn man dann zum Beispiel sowas kritisiert, dann kommt ja sofort dieser Einwand, aber das ist meine Meinungsfreiheit, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Jetzt ist neu der Begriff, wie ist es noch, Cancel Culture. Es gibt tatsächlich eine Cancel Culture, die will ich nicht diffamieren oder kleinreden. Aber jetzt wird er okkupiert von irgendwelchen rechten Trolls und weil ich nicht mehr sagen darf, was ich denke, ist das Cancel Culture so ein Unsinn. Und da muss man, glaube ich, dann vorsichtig sein. Ich habe das einmal gemacht, den Fehler, und ich sage bewusst Fehler, ich habe da jemanden zitiert, der dieses Wort benutzt hat, und ich habe das Wort eben dann auch in dem Zitat benutzt. Und da kam dann natürlich die Kritik, dass ich das sozusagen gesellschaftsfähig mache, ich steigere die Akzeptanz, obwohl klar war, dass ich das nicht tue in dem Zusammenhang. Aber ich sah schon den Punkt in der Kritik, dass das viele Leute so verstehen können, dass sie denken, naja, wenn der das sagt, das darf man auch schon sagen, ist ja auch irgendwie in Ordnung. Hat man früher ja auch gesagt, ist aber nicht in Ordnung. Deswegen glaube ich, ist auch die Frage, wo ich das sage. Aber ich glaube, jetzt sind wir halt an einem wichtigen Punkt, wo es tatsächlich um eine Deutung geht. Ne? Also Anna sagt, eigentlich weiß das jeder, außer jemand möchte bewusst verletzen. Also gewissermaßen die Freiheit der Rassisten. Hasnain sagt, es wissen halt nicht alle. Ich glaube, das würde natürlich einen riesen Unterschied machen. Ich bin da ehrlicherweise in der Wahrnehmung gerade auf Twitter eher bei Hasnain. Gerade auch wenn man dann bei den Leuten, die das aggressiv verteidigen, schaut, was die sonst so auf ihrem Twitter-Profil haben oder welche Profilbilder, da kommt man relativ schnell sehr weit rechts raus. Aber ist es, also kommt es dann auf den Raum an oder muss man eigentlich den Leuten davon ausgehen, dass die das irgendwie auch selbst recherchieren können oder so? Das kann man jetzt ja nicht so stehen lassen. Da kommt man ja nicht zusammen, wenn man von unterschiedlichen Personen ausgeht, um die es geht. Nee, also ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt, darf ich? Oder? Ja, natürlich. Also ein anderes Beispiel ist ja, um das deutlicher zu machen, weil es vielleicht klarer wird, bei dem N-Wort ist es eigentlich irgendwie so wahnsinnig klar. Ich lese sehr oft, und jetzt spreche ich das Wort aus, ich lese sehr oft, ich werde ja wohl noch mein Zigeunerschnitzel essen dürfen. So, und dann kommt das wirklich auch ein bisschen darauf an, also ich finde das nicht in Ordnung, dieses Wort, das geht nicht, weil dieses Wort Zigeuner ist ein diffamierendes, ausgrenzendes Wort für Roma und Sinti und das ist immer so benutzt worden, immer schon und ist auch keine Selbstbezeichnung, keine Selbstdefinition. Aber ich weiß natürlich, ich kenne Leute, wie, keine Ahnung, die 80-jährige Oma, die das immer schon so genannt hat, die weiß das nicht, die weiß um diesen Zusammenhang gar nicht, die macht sich in dem Moment diesen Gedanken. Dann spreche ich das an. Also wenn ich das höre, sage ich, hören Sie, das ist schon problematisch und ist Ihnen das klar? Und ich finde, dann muss man sich das auch anhören. Und wenn man dann aber immer noch sagt, es ist mir egal, ich nenne das immer so, und die Art und Weise, wie das benutzt wird, ich werde ja wohl noch meinen Zigeunerschnitzel essen dürfen, ist eben auch, das drückt eine Haltung aus. Das ist nicht irgendwie, man nutzt das Wort, weil man das halt so sagt und es nicht böse meint, sondern man meint es sehr wohl böse. Es ist halt schon so, ich darf ja wohl noch sagen dürfen. Also ja, ich weiß sonst nicht, was ich auf deine Frage antworten soll. Ich glaube nicht, dass man das eine allgemein verbindliche Regel dafür finden kann. Ich glaube nicht, dass wir uns einig werden da jedenfalls. Ich weiß nicht, dass wir uns da nicht einig werden oder dass es keine allgemein verbindliche Regel gibt, ist klar. Aber die Frage ist halt tatsächlich, sind wir uns einig, jedem bewusst ist, gerade bei diesem einen Beispiel, N-Wort, dass es diffamierend ist, also oder auch bei dem Zigeunerschnitzel, ist das den Leuten bewusst? Gibt es Leute, jetzt jenseits der 80-jährigen Oma, das Beispiel kenne ich auch, wobei, wenn man die anspricht, höflich, ist es tatsächlich so, dass die auch meistens kein Problem damit haben zu sagen, okay, das war mir nicht bewusst, das nutze ich nicht mehr. Also die Leute, die darauf bestehen, sind wir uns da einig, dass es da auch was durchaus eine sehr hohe Korrelation mit einer Geisteshaltung gibt? Ja, und aber trotzdem auch Bildung, oder? Also wenn du, ich weiß es nicht, ich kann gar kein Milieu formulieren, oder Milieu ist auch ein falsches Wort, aber wenn dir deine Eltern zu Hause nie erklären, dass Zigeuner sich niemals selbst so genannt haben und bla bla bla, dann weißt du es nicht. Und was soll ein 10-Jähriger dann sich denken, wenn er irgendwo sitzt und liest Zigeunerschnitzel und das bestellt? Was denn? Also ich finde tatsächlich, die ganze Debatte ist eine große Bildungskiste. Und da wären wir auch bei Denkmälern zum Beispiel, warum ich bei fast eigentlich allen Denkmälern der Meinung bin, sie sollten stehen bleiben, aber in Kontext gesetzt.
so wie über die Denkmäler reden wir, über die Denkmäler reden wir gleich noch, da grätsche ich einmal noch kurz rein, weil ich, also erstens mal habe ich jetzt gerade eine Frage bekommen oder eine Bitte, können wir vielleicht immer auch die Alternativen zu den Tabu-Wörtern nennen? Wie heißt das Z-Schnitzel denn dann? Zwiebel-Paprikaschnitzel? Ich weiß es gar nicht genau. Paprikaschnitzel. Ich wollte gerne mal an das anknüpfen, also Paprikaschnitzel, und ich glaube, schwarze Menschen möchten gerne Schwarze oder People of Color genannt werden. Ich wollte mal das anknüpfen, was Anna gesagt hat zur Bildung, weil ja auch vorhin das Mauscheln im Raum stand. Das ist ein Begriff, der ist sehr interessant, wo viele Leute den Hintergrund nicht kennen. Und ich glaube, der wird auch oft ohne böse Absicht deswegen verwendet. Und ich nehme es dann auch den Leuten nicht übel. Aber ich finde, in dem Moment, wo man den Hintergrund einmal kennt, ist eigentlich klar, warum dieser Begriff nicht geht. Einer der gängigsten jüdischen Vornamen ist Moses, Moshe auf Hebräisch. Und Moischele sozusagen im Jiddischen. Und im 18. und 19. Jahrhundert war eine Verballhornung davon, Mauschel, so eine Art Pass pro Toto für den Juden an und für sich im deutschen Sprachraum. So ein bisschen wie man auch das abfällige Ali manchmal verwendet hat für Türken. Und sozusagen, es wurde verwendet als Begriff für jüdische Händler und für Juden. Und Mauscheln ist dann nichts anderes als sich benehmen oder handeln oder reden wie ein Jude. Siehst du, aber das finde ich zum Beispiel total spannend. Und das ist doch genau das Wichtige, was wir eigentlich gesamtgesellschaftlich machen. Ich wusste das nicht, gebe ich offen zu. Das habe ich noch nicht gehört. Ich hätte, glaube ich, wenn ich jetzt einen Artikel geschrieben hätte, ist jetzt kein Wort, das ich, glaube ich, nutzen würde. Aber wenn ich es genutzt hätte oder wenn ich es irgendwo von jemand anderem einen Text bekomme, den ich redigieren muss, hätte ich es drin stehen lassen. Ab heute definitiv nicht mehr, weil ich das einfach lerne. Ja, ist ein gutes Beispiel, das, was Anna sagt. Es gibt manchmal Sachen, wo es wirklich eine ernsthafte einfach Wissensfrage ist. Klar, und nicht unbedingt eine Geisteshaltung, sondern ein sozusagen Wissenshorizont nur aufscheint. Genau. Ich will noch kurz auf ein anderes Beispiel. Tatsächlich habe ich das, was Hasna Ihnen vorhin selbst schon angeschnitten hatte. Ich kann dir auch noch sagen, wann dir das passiert ist, nämlich am 26. Februar. Das hatte ich nämlich tatsächlich auch hier rausgesucht. Da hattest du jemanden zitiert, der eben diese typische Geschichte, wieso darf ich nicht das N-Wort sagen? Und dann hat dir jemand eben geantwortet, du hattest es ausgeschrieben, hat jemand geantwortet, das N-Wort sollte niemand lesen müssen, es sollte bitte nicht ausgeschrieben reproduziert werden. Und daraufhin, das ist der Punkt, auf den ich jetzt eigentlich raus will, daraufhin hast du geantwortet, sehe ich anders. Ich möchte nicht als Kanake bezeichnet werden. Wir benutzen dieses Wort nicht. Dennoch schreibe ich es, wenn es um das Wort als Thema geht. Ich möchte denen, die es sagen, nicht ersparen, sie damit zu zitieren. Irgendwie dann kann mit Sternchen, ja. Fände ich verklemmt. Es ging noch weiter. Also es geht jetzt nicht um deine Position zu dem N-Wort, sondern eher zu dem Beispiel Kanake. Ist ja auch so ein typisches Beispiel, wo es in der Wahrnehmung beim N-Wort ähnlich sehr stark darauf ankommt, wer es sagt. Absolut. So, absolut. Und da, also, ist eben die Frage, das führt uns jetzt ein bisschen noch einen Schritt weiter in dieser ganzen Debatte. Darf es das denn oder ist das klug? Also das ist ja immer so ein bisschen irgendwie, wenn junge Schwarze sich gegenseitig das N-Wort an den Kopf werfen, ist okay, aber wenn einer der Buddies weiß ist, dann kriegt er einen aufs Maul so ungefähr. Das ist ja genau die Frage auch bei diesen Worten. Und ich frage mich halt, ist es klug, überhaupt Worte zu benutzen, die einfach rassistisch sind? Ist das irgendwie Reclaim oder sowas? Macht das Sinn? Wen fragst du? Vielleicht dich, weil es eben ein Beispiel war, was von dir war, aber du hast das nicht gesagt. Ich sag, du besagst, also, wir benutzen dieses Wort nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, du darfst es nicht benutzen, aber ich darf es so ungefähr. Aber das tue ich auch. Ich selber bezeichne, ich darf mich als Kanake bezeichnen. Wir haben Hate Poetry gemacht mit ein paar Journalisten, die alle Migrationshintergrund haben. Auch ein beknacktes Wort. Wir haben uns Kanakenjournalisten genannt und nennen uns so. Oder ich nenne mich auch nach wie vor so. Ich darf das. Wenn das aber jemand anders sagt, es kommt darauf an. Ich weiß nicht, wie Ronen das sieht, aber zum Beispiel Judenwitze, es kann nicht jeder Judenwitz. Wenn ein Jude einen Judenwitz macht, ist es was anderes, als wenn ich ihn machte. Und ich habe einen Freund von mir, Igor Levit, der Pianist, ist Jude, der macht ständig Judenwitze und erzählt sie mir. Und wenn ich ihm gegenüber, würde ich mich das trauen, das zu tun. Das ist wirklich eine Frage der Situation. Ja, und dann das ist in Ordnung. Ich würde mich aber nicht, ich würde jetzt nicht irgendwie bei Twitter einen Judenwitz draus hauen. Oder auf der Bühne oder so. Das macht aber Igor Levit, glaube ich, auch nicht. Ja, ich glaube, man muss mal kurz mal die Begriffe unterscheiden.
Judenwitz ist im Deutschen oft ein Synonym für einen geschmacklosen Holocaust-Witz. Ich glaube, was du meinst... Nein, das meine ich nicht. Die irgendwie spielerisch mit Klischees über genau. die Mütter genau. oder sozusagen kulturelle genau. Eigenheiten... Das sehe ich auch so. Es gibt Sachen, die man als selber Mitglied der Gruppe sagen kann und die aber anders wirken, wenn es einer von außen sagt. Zum Beispiel der Schriftsteller Max Czollek, der bezeichnet sich selber als Judenautor, also so wie du Kanackenjournalist sagst. Aber diese Kombination Judenautor, also wie man bei den Nazis Judenmusik gesagt hat, die impliziert ja immer etwas Abwertendes. Und also nur weil der Autor Czollek sich selber Judenautor nennt, ist das nicht, ein, und das tut er in provozierender Intention natürlich, um irgendwie sein Essay provokanter zu machen, ist es nicht... schon okay, dass das andere machen. Wenn das eine Literaturkritikerin machen würde und sagen würde, ein neuer Band des Judenautors ist erschienen. Geht nicht. Das wäre was anderes, ja. Aber ist das denn, also ich möchte da nochmal nachhaken, weil wie gesagt, Hasnain, du hattest auch geschrieben, ich möchte nicht als Kanake bezeichnet werden, wir benutzen dieses Wort nicht. Und gleichzeitig sagst du dann, aber du kannst es. Also ist das nicht eben dann auch, also letztendlich eine ich muss jetzt aufpassen, wie ich es nenne, dass es nicht falsch rüberkommt. Also ne, mir geht es jetzt nicht darum, dieses Wort gut zu finden. Sondern eher, es geht mir eher um die Frage, wäre es dann nicht klug, eher zu sagen, wir benutzen dieses Wort nicht, Punkt. Also weil damit bleiben diese Worte ja immer irgendwie doch in der Debatte und sind natürlich auch instrumentalisierbar, wenn man so will. Klar, also ich verstehe deinen Punkt. Ich weiß, was du sagen willst. Auf der anderen Seite ist Selbstbezeichnung halt Selbstbezeichnung. Und ich meine, ich sage das ja nicht, weil ich das gut finde, sondern ich sage es ja genauso wie Max Czollek sich als Judenautor bezeichnet, in einer gewissen Form auch, um zu provozieren und zu sagen, so, ihr benutzt dieses Wort ständig, okay, fein, dann bin ich halt ein Kanakenjournalist. Wäre es klug, es nicht mehr zu tun, also ich sehe das sehr viel bei Schwarzen, gerade so in der Rap-Szene, dass sie dann eben dieses N-Wort benutzen, um sich selbst so sozusagen zu verballhornen. Mir fällt das jetzt nicht negativ auf und mir kommt jetzt nicht irgendwie in den Sinn, oh, sie normalisieren den Begriff, sondern eigentlich spielen sie ja damit und es ist ja eine Form von Protest auch im Grunde genommen. Also ich habe nicht den Eindruck, also deswegen sehe ich das anders als du, aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich das endgültig sehen soll, aber es geht mir halt so ein bisschen um die Frage, wir sind hier bei einer liberalen Stiftung und ich glaube auch, dass ich ein Liberaler bin. Und für mich heißt es dann halt letztendlich, dass ich das Individuum betrachte. Ihr habt das auch so ein bisschen angeschnitten, ne? Also wenn man sich dann gut kennt, dann geht manches schon wieder und so, okay. Aber die Frage ist halt, es gibt ja auch diese große Diskussion Identitätspolitik, die wir gerade haben und wo dann eben schon wieder die Frage aufkommt, dürfen Weiße überhaupt über Rassismus reden? Ja? Dürfen Weiße Kolonialforscher sein oder Postkolonialforscher sein? Und diese Debatten gibt es ja, die denke ich mir jetzt nicht aus. Ja? Und da ist eben dann halt auch die Frage, ob wir nicht mit Sprache genau zu dieser Gruppenbildung dann eben wieder eher mehr beisteuern. Ich meine, ne, ich weiß, dass ihr das gemacht habt. Ich war auch bei eurer Hate-Poetry-Tour mal in Hamburg dabei und das war natürlich auch mit unheimlich viel Augenzwinkern, aber natürlich auch eine Ernsthaftigkeit dahinter. Aber die Frage ist halt, sorgt das nicht für eine neue Gruppenbildung, von der wir eigentlich wegkommen sollten in der liberalen Gesellschaft? Ich gucke jetzt mal Anna an. Ja, finde ich schon. Also der Punkt ist ja, du hast es vorher ganz kurz anklingen lassen, dass ich habe ein Problem damit, wenn Wörter per se verboten werden, aber das ist ja hier nicht der Fall. Ne? Also das schon wieder N-Wort wurde ja nicht irgendwie gestrichen, sondern eher gesellschaftlich so lange geächtet, bis es weg war. Beziehungsweise eigentlich nicht, es wurde eben reclaimed eigentlich von schwarzen Menschen. So ist es ja auch zum Beispiel, das Wort schwul war ewig ein Schimpfwort, bis einfach die schwule Community gesagt hat, so, wir sind schwul, danke. Und jetzt kann man es einfach sagen, ich würde auf die Idee nicht kommen, dass es beleidigend ist, wenn ich sage, der ist schwul. Wobei es früher, so kann ich mich erinnern, dunkel, schon noch irgendwann in meiner Kindheit so ein halbes Schimpfwort war. Also ja, das ist es heute schon auch noch. Also ja. Natürlich nicht für alle, aber diese Community, wo das so ist, das wird schon noch genutzt. Ja, ja genau. Wieder kommt es ja darauf an, wer das zu wem sagt und weshalb. Und ich bin da auch wie du sehr zwiegespalten. Ich jetzt ganz persönlich würde einfach, und da habe ich eh schon vorher gesagt, Worte, bei denen ich weiß, dass sie andere verletzen, aus welchem Grund auch immer, nicht verwenden. Aber das ist für mich ein Zeichen der Menschlichkeit. Aus rein liberaler Perspektive
habe ich keine große Lust auf jegliche Sprachregeln, aber das geht halt nicht. Also irgendwann begrenzt eben, ja, wird meine Freiheit durch die Freiheit der anderen, nicht beleidigt zu werden, begrenzt. Vor allem dann, wenn es in wirklich Beleidigungen umdriftet und die dann strafrechtlich relevant werden. Also das ist sowieso die absolute Grenze dafür. Aber grundsätzlich bin ich da bei dir, dass ich das problematisch sehe, aber ich glaube nicht, dass das größte Problem, das wir gerade mit Identitätspolitik haben, an der Sprache liegt, wo, ob schon sie da schon ihre Auswirkungen so zeitigt, weil ich möchte nur mehr so und so genannt werden und so. Schwierig, weil auch wenn ich es nicht böse meine, kann ich nicht jedem an den Augen ablesen, wie er jetzt so oder so gar nicht mehr genannt werden will. Und ich spreche jetzt nicht von, wie gesagt, Wörtern, wo wir uns alle einig sind, die wir nicht verwenden, sondern Selbstklassifizierungen, die ich nicht, wie gesagt, wissen kann. Ja? Und diese immer mehr, dass nur mehr das Gefühl des Einzelnen wichtig ist und nicht mehr eben man von außen drauf schauen kann und einfach darüber reden, was jetzt eben, wie spreche ich über die und die Gruppe oder wo kommst du her, ja, solche Dinge. Das sehe ich schon auch problematisch, ja. Sag mal, das wo kommst du her ist natürlich auch ein interessanter Punkt, der passt jetzt aber heute nicht ganz ins Programm, weil, wobei könnte man auch schon wieder drüber sprechen, weil es ja Leute gibt, die sagen, das ist dann eigentlich schon rassistisch, wenn man das fragt, aber ich weiß nicht, Hans-Nain, willst du noch dazu noch mal was sagen, oder? Zu wo kommst du her? Nee, das ist nee eher zu der sprachlichen Komponente. Also von mir aus auch zu wo kommst du her? Also wenn jetzt ist ausgesprochen, dann können wir auch drüber sprechen. Also zu der sprachlichen Komponente, also wenn Liberalismus bedeutet, dass jeder alles sagen darf, dann ist das nicht mein Verständnis von Liberalismus. Da sind wir uns vielleicht einig, aber es gibt, glaube ich, auch gerade auch in der FDP und auch darüber hinaus in anderen Kreisen Leute, die das so behaupten und der Meinung sind, das ist das Recht eines jeden. Sehe ich anders. Ich glaube, in einem zivilisierten Miteinander gibt es Grenzen, auch Grenzen des Sagbaren. Und diese sind einzuhalten. Das geht nicht durch Verbote. Man kann Wörter nicht verbieten. Was wollte ich, wenn jemand das N-Wort sagt, wird er bestraft? Das ist ja absurd. Sondern es funktioniert nur über soziale Ächtung. Und die finde ich gut. Und wenn jemand rumjammert, weil er ständig solche Sachen sagt und dann seinen Job verliert, sage ich, heult leise. Das ist ihr tragt Verantwortung dafür. Ihr könnt es lernen. Und wenn bei mir in der Firma irgendjemand ständig wieder damit kommt, dann fliegt der raus. So einfach ist das. Und dann überlegt er sich das, ob ich damit sein Denken verändere, weiß ich nicht. Hauptsache, er hält die Klappe und er sagt es nicht mehr. Ich bin weg davon, zu glauben, dass ich alle Menschen im Kopf verändern kann. Ich bin hier nicht der Erziehungsonkel oder wir Journalisten sind auch nicht die Erziehungsleute der Bevölkerung. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber es gibt schon gewisse Grenzen und da hat man dann eben die Konsequenzen zu tragen. Was dieses Wo kommst du her angeht, naja, ich kenne da Kolleginnen und Kollegen, die da mit Wurzeln in fremden Ländern, die da sehr empfindlich reagieren. Ich habe mal einen Text im Kopf, ich weiß nicht mehr genau, wer den geschrieben hat, in der Zeit war das, wo eine Kollegin sagte, ich glaube, die hatte Wurzeln in Vietnam, die kann diese Frage nicht mehr hören und sie, es reicht ihr. Ich war auch mal in der Phase, darüber bin ich hinaus, ich meine, hinweg. Ich glaube, diese Frage, wo kommst du her, ist ja in Wahrheit die Frage, was ist dein Lebensweg? Ich interessiere mich für dich. Ja? Was ist dein Weg? Wie bist du hierher gekommen und so weiter? Wenn das so gemeint ist, finde ich das eine interessante, berechtigte Frage, die ich dann auch zurückstelle. Und ich habe da schon oft dann Geschichten gehört, ich komme aus Ostpreußen, dann haben mir, wenn es ältere Leute waren, von Flucht erzählt, vom Zweiten Weltkrieg und wie schwierig das war. Und auch als Flüchtling aus Ostpreußen dann in Niedersachsen überhaupt anerkannt zu werden und so. Also es sind ähnliche Probleme, die die damals als Flüchtlinge hatten, wie die Flüchtlinge heute. Das ist schon spannend. Aber die Frage ist natürlich auch, in welchem Ton frage ich das? Wie frage ich das? Wann? Es gibt manche Leute, die fragen diese Frage, wenn ich im Umzug bin, die erkennen mich oder kennen mich auch nicht und sehen, aber ich habe irgendwie fremde Wurzeln und tun dann so, als hätten sie ein Recht darauf zu erfahren, wo ich herkomme. Ja? Ich bin hier Gast in diesem Land und deswegen, da habe ich das Recht, das zu erfahren. Und da denke ich mir dann immer, nee, Freunde, das habt ihr nicht. Dann sage ich immer, wenn ich, wo ich herkomme, aus Norddeutschland. Und wenn sie dann fragen, ja, wo kommst du denn genau her? Sage ich, aus Holland-Wielenfleet. Und mehr will ich dann auch nicht sagen. Und das hat diese Person dann auch zu akzeptieren. Denn es gibt kein Recht darauf zu erfahren, wo ich herkomme. Also es hat manchmal was Ausgrenzendes, ja. Es hat auch manchmal was Nerviges, weil, ich weiß nicht, ob ihr das beurteilen könnt oder ob ihr es erlebt habt, weil ein Partner von euch schwarz, braun, gelb ist, keine Ahnung. Ich kriege diese Frage ständig zu hören. Mindestens einmal in der Woche, wenn nicht fünfmal in der Woche, jeden Tag. Und das nervt dann irgendwann, dass man keine Lust mehr hat darauf. Also das ist so der Punkt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich versuche da offen zu sein und das zu beantworten. Wenn es denn ein Gespräch ist, was auf Augenhöhe stattfinden kann. Ich erlebe ein bisschen das Gegenteil, weil ich jüdisch bin und man das ja einem nicht ansieht.
habe ich zum Beispiel bei meinem Buch über Fritz Bauer, wo ich ganz viel über dessen jüdische Identität geschrieben habe und ganz viel auch argumentiert habe, die Reaktion gehabt, dass mir deutsche Professoren erklärt haben, wie das denn mit der jüdischen Identität in Wahrheit funktioniert. Und der junge Autor, der offenbar keine Ahnung hat, dem haben sie mir ein paar Nuancen mal nahebringen wollen. Da war ich so im Zwiespalt, weil einerseits finde ich es irgendwie zu platt und zu billig, dann auf so der identitätspolitischen Ebene zurückzugeben, ey Leute, vielleicht weiß ich doch, wovon ich rede. Habe mir das dann irgendwie verkniffen und dann bewusst nur sozusagen inhaltlich argumentierend pariert. Aber das fand ich auch interessant. Ich erlaube mir kurz die Anmerkung, meinen Liberalismusbegriff, ich glaube, Hasnain, du kennst ihn, aber für mich ist natürlich Liberalismus erstmal möglichst wenig Regeln. Aber je weniger Regeln ein Land hat, desto mehr muss eben auch durch Anstand ausgewogen werden. Ne? Und ich glaube, dass das eben so ein typisches Feld ist, wo es jetzt nicht darum geht, welche Wörter verbieten wir, sondern welche Stimmung haben wir in einem Land, wo eben auch Anstandsregeln einfach gelten. Und da gehört eben sowas wie, dass man jemanden nicht das N-Wort oder es gab diese Geschichte mit diesem AfD-Abgeordneten, der dann den Sohn von Boris Becker, Noah Becker, da beschimpft hat als, ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat, aber als Halbneger. Diese Geschichte, das war natürlich abwertend gemeint. Da sieht man eben, dass es mit Anstand nicht weit her ist. Und ich glaube, das ist halt so mein Liberalismusbegriff zumindest. Wenn jetzt dazu niemand was sagen will, hätte ich noch eine Frage, bevor wir dann auch mal wirklich zu den Symbolen kommen, zu der sprachlichen Geschichte. Reden wir hier nur über etwas, wo die Frage ist, wie angenehm oder unangenehm ist das? Oder ist das etwas, was tatsächlich real ausgrenzend sein kann in der deutschen Realität oder sogar gefährlich werden kann? Also, dass aus Worten Taten werden, ist klar, ne? Morddrohungen, was auch immer, Vergewaltigungsdrohungen, dass sich dann Leute berufen fühlen können, das meine ich nicht, sondern tatsächlich eben die Verwendung von rassistischen Sprachmustern etc. Ich gucke euch alle an, aber weiß nicht, ist das hier eine intellektuelle Debatte und ist das eine Sprachdebatte oder ist das eigentlich eine Debatte, wo es um ja auch Sicherheit für Individuen geht? Also ich glaube, das ist nicht richtig zu sagen, es geht ums Wohlfühlen und um Begriffe, wo man sich nicht wohlfühlt. Also ich glaube, das würde die Sache zu niedrig hängen. Dass man sich mal unwohl fühlt und dass Themen im Unangenehmen sind, davor kann einen keiner bewahren. Ich glaube, es geht nur um die Frage von Respekt. Und das ist schon etwas, wogegen man sich verwahren kann, dass Leute einen respektlos anreden, dass die Leute bewusst Begriffe verwenden, die einem den Respekt irgendwie absprechen oder die einen erniedrigen. Und ich glaube, das muss der Unterschied sein. Also die Begriffe, von denen wir jetzt vorhin gesprochen haben, das N-Wort oder auch Kanake, also das sind Begriffe, die haben den Kontext, die haben die Bedeutung, Leute zu erniedrigen und Leute abzuwerten. Nicht sie an irgendwie eine unangenehme Geschichte zu erinnern. Ich glaube, es wirkt auch, also ich teile deine Meinung, ich glaube, es ist so, dass es oft wie so eine intellektuelle Debatte wirkt, aber es hat halt konkrete Auswirkungen, nicht nur was Sicherheit angeht, sondern niedrigschwelliger schon, was Ausgrenzung angeht, was Teilhabe an der Gesellschaft angeht, das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein. Also, und das sind ja bei weitem nicht Wörter, die so ganz eindeutig sind wie das N-Wort oder so, sondern also das, was ich auch immer wieder sage, das Wort, das ich nicht mag, Migrationshintergrund. Das sehen ja viele Leute, die sagen, was ist denn daran jetzt problematisch? Und das ist genauso wie bei mir Mauscheln, ich wusste das nicht. Ich glaube, das muss man immer wieder erklären, dieses Gefühl. Also Migrationshintergrund, ja, das heißt mit Wurzeln in fremden Ländern. Die habe ich, die leugne ich auch gar nicht, warum sollte ich? Also erstens sieht man sie mir an, zweitens gibt es überhaupt gar keinen Grund, sie zu verstecken. Aber mit dem Wort Migrationshintergrund sagt man zum Beispiel immer wieder, also da bildet man eine Gruppe, die so gar nicht existiert. Ja? Menschen mit Migrationshintergrund, das ist die keine Ahnung, Französin oder französischstämmige Frau, genauso wie der Türke in vierter Generation, wie der, keine Ahnung, kürzlich zugewanderte Chinese. Wir sind plötzlich eine Gruppe, die wir eigentlich, also was haben wir gemein? Nichts oder nicht viel, außer dass wir Menschen sind und in Deutschland vielleicht leben, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe, die wirklich, also das, was uns auszeichnet, ist, dass wir Wurzeln in fremden Ländern haben. Und da
tickt bei manchen Leuten, die das verwenden, immer so dieses Bild vom Deutscher kann nur der sein, der eben blutsdeutsch ist, ja, dieses Blutsrecht durch. Und das ist problematisch, weil dieses alte Denken von Deutscher kann nur sein, wer eben vom Blute her deutsch ist, das spielt da eben eine Rolle. Das ist übrigens Identitätspolitik. Ja? Es wird immer wieder von linker Identitätspolitik geredet. Die gibt es vielleicht auch. Aber ich meine, wenn hier jemand Identitätspolitik ad absurdum getrieben hat, ist ab 1933 die Nazis und heute tun es die Rechten eben. Ja? Oder die Identitären, die von Bevölkerungsaustausch reden, von Umvolkung, all diesen Quatsch, die mir auch ins Gesicht sagen, ich wäre Teil des Bevölkerungsaustausches. Und das sind natürlich Sachen, die gar nicht gehen mit Bevölkerungsaustausch, Umvolkung, aber ich reagiere dann schon immer so ein bisschen empfindlich, wenn jemand Migrationshintergrund sagt, wobei das sicherlich eben auch in den meisten Fällen nicht böse gemeint ist. Tja, wir haben zwei Leute mit Migrationshintergrund hier. Hasnain in Deutschland geboren, aber Anna zugewandert. Dir begegnet das wahrscheinlich aber gar nicht so häufig, oder? Ob ich mit deinen Wurzeln in Österreich. Ja, na, aber tatsächlich, ich traue mich das ja gar nicht laut sagen, neben dir hast du einen, weil du hast Wurzeln irgendwo an. Ja, okay, in Deutschland, so gesehen, ja, ich bin Österreicherin, das reicht ja auch schon für Migrationshintergrund eigentlich. Aber tatsächlich ist es bei mir absurderweise ganz genauso. Ich kriege mindestens, ich habe einmal gesagt, jeder 10. Mensch, den ich kennenlerne, fragt mich nicht, woher ich komme. Und damit meine ich nicht Österreich. Jeder glaubt, ich komme aus Christen, wenn ich ihn oft drüber geredet. Was weiß ich woher? Es ist breit von Philippinen über Griechenland und Ägypten und egal. Und ich bin auch immer genau so. Meistens muss ich lachen, weil die Menschen da Sachen erraten, die ja, ich sehr lustig finde. Aber insofern kann ich sogar eben diese Frage nachvollziehen, dieses woher kommst du? Obwohl ich eben, das passiert mir ja in Österreich auch, ne? Das passiert mir, seit ich in der Volksschule bin. Damals haben schon die Menschen geglaubt, wo kommst denn du jetzt her? Und ich so, aus dem tiefsten Waldviertel. Es glaubt nur niemand. Also ich kann die Erfahrung verstehen, obwohl ich nicht Wurzeln wirklich weit weg habe, außerhalb des deutschsprachigen Raumes, was das Ganze noch absurder macht. Und ja, ganz genau, rechte Identitätspolitik, und ich finde übrigens, dass rechte wie linke Identitätspolitik gar nichts hinführt. Also muss man gar nicht abwägen. Beides finde ich sehr unnötig, weil, wie du sagst, was macht mich aus als Deutschen und Nicht-Deutschen? Ich sehe mich jetzt zumindest noch nicht als Deutsche. Es ist aber auch egal. Also ich lebe hier und ich arbeite hier. Die Frage stellt sich für mich so nicht. Aber weil du sagst Migrationshintergrund, ich verstehe, was du sagst, was du problematisch findest daran, weil in diesen Topf falle ich ja auch, genauso wie du. Wobei, du bist in Deutschland geboren. Also wenn dich in Deutschland befragt, bist du selbst nicht migriert. Ich bin ja tatsächlich eigentlich migriert. Ne? Also wäre es bei mir sogar noch plausibler. Aber worum es ja geht, ist, dass es auch oft in Kriminalitätsstatistiken und so darum geht. Ne? Und da bräuchte man vielleicht irgendwie einen anderen Begriff, wenn man irgendwie überhaupt irgendwas messen will, was das angeht. Aber pauschal zu sagen, Migrationshintergrund ist eben alles und nichts. Also das verstehe ich und ja, ist schwierig. Wobei ich mich über den Begriff nicht so aufregen würde wie du, weil ich ihn per se eben auch nicht negativ empfinde, weil ja, ich habe auch Migrationshintergrund. Ja, aber also du erlebst ihn ja auch nicht negativ. Also insofern kannst du ihn auch gar nicht negativ empfinden. Wenn man dich für, was weiß ich, Ägypterin oder Kolumbianerin oder was weiß ich hält, dann ist das ja nicht so, dass man das so dir unterstellt, das ist die Muslima, die hier als Flüchtling hergekommen ist. Sondern eigentlich ist also ich erlebe ja hin und wieder, nicht immer, aber doch oft genug, eine gewisse diskriminierende Erfahrung. Ich selber jetzt mittlerweile weniger, ich weiß mich zu wehren und weiß auch, was ich dann antworte. Aber es gibt eben viele Leute, die das sehr diskriminierend empfinden und erleben. Und deswegen kann ich das schon verstehen. Und in einem anderen Punkt muss ich dir auch widersprechen, wird linke und rechte Identitätspolitik wäre das Gleiche. Naja, das stimmt so nicht. Linke Identitätspolitik ist, wie Boris Palmer groß kritisiert hat, wenn ein paar People of Color Bahnwerbung machen, ja, und die Bahn so tut, als wäre das die deutsche Gesellschaft, wo man sagt, naja, natürlich ist es kein Abbild, aber das sind eben auch Menschen in Deutschland. Das ist linke Identitätspolitik. Rechte Identitätspolitik ist Menschen wie mich alle abschieben, alle umbringen. Das ist schon ein unterschiedliches Gewicht. Ja? Also es ist nicht so das gleiche Problem. Davon spreche ich zum Beispiel nicht, wenn ich von linke Identitätspolitik spreche. Ich spreche von Identitätspolitik, wenn, wie das momentan sehr oft der Fall ist und tatsächlich auch in der ganzen Debatte, die wir gerade führen, wenn nur mehr deine äußeren Merkmale, deine
Religionszugehörigkeit, you name it. Wenn du nicht mehr als Person zählst, sondern nur mehr irgendwelche Merkmale, die dich ausmachen. Das meine ich. Und das kommt von links wie von rechts gleich. Und dieses Bahnwerbungsding von Boris Palmer, ja, kann er eh reden. Das meine ich aber nicht. Ich meine, dass Menschen nicht mehr drauf, also dass Menschen tatsächlich darauf reduziert werden, eben wo sie herkommen, ob sie eine Frau sind oder ein Mann oder was auch immer sie sein wollen oder wie auch immer, was mir herzlich egal ist. Und ich wünschte, es wäre einfach wirklich jedem egal. Ich weiß, es ist eine Utopie, bin mir vollkommen bewusst, aber ich würde das gerne überspringen. Und das ist ja auch eben in dieser Debatte jetzt, wir springen eigentlich zurück in eine Zeit, wo Hautfarbe wieder anfängt, eine Rolle zu spielen. Und ja, aber daran sind wahrlich nun nicht die Linken schuld. Bitte? Daran sind aber wahrlich nicht die Linken schuld. Ich meine, ich würde mich nicht als Linker bezeichnen, aber das ist nun wirklich ein Problem, was ja nicht jetzt die Linken zu verantworten haben. Ich glaube, die Frage ist jetzt nicht, wer Schuld hat, aber ich glaube, dass es natürlich von beiden Seiten betrieben wird. Ne? Also die Frage ist halt, wenn dann tatsächlich eben nicht mehr die Frage ist, was sagst du, sondern darfst du überhaupt was zu dem Themenbereich sagen, hast du die richtige Hautfarbe, dann ist das natürlich schon auch was von links mitbetrieben wird. Aber das kommt aber nicht. Ich glaube, die Schuldfrage, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ja. Aber das wo der Angriff auf die Mitte der Gesellschaft herkommt in den letzten Jahren, da sind wir uns, glaube ich, sage ich jetzt einfach mal, alle einig. Also das Problem beginnt dann, wenn man Argumenten ein anderes Gewicht gibt, je nachdem, welche Identität die Sprecherin oder der Sprecher hat. Ganz genau. Also deswegen sträubt sich in mir alles, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich könnte jemanden umstimmen, einfach indem ich irgendwie sage, wo meine Eltern herkommen oder was für religiöse Feiertage zu Hause gefeiert werden. Weil ich finde, das ist also ein Niveau, auf das diesen Bonus möchte ich nicht haben. Aber umgekehrt erlebe ich es ganz oft und ich glaube, das geht vor allem auch Frauen sehr oft so, dass Argumente eher abgewertet werden, weil gesagt wird, naja, jetzt diskutieren wir zum Beispiel über Familienpolitik, ja, was ist denn die Frauenperspektive? Oder eine Frau meldet sich zu Wort und dann wird sofort gesagt, naja, okay, aus Frauenperspektive kann ich das Argument verstehen, aber sozusagen, also es wird so ein bisschen verpackt, so ein bisschen verniedlicht. Vielleicht ist das auch, Haselin, was du mit dem Migrationshintergrund meinst, das ist gerne so, naja, was ist denn jetzt die Migrantenperspektive auf das Thema? Also ich habe neulich gelesen, wer ist jetzt also ein großes amerikanisches Unternehmen hat jetzt abgeschafft, dass die, oder eine Universität, dass die Bewerbungen ohne Foto sind, was ja in Amerika eigentlich eine große Errungenschaft war, dieses vollkommen anonyme, vollkommen hoffentlich diskriminierungsfreie Bewerben, um jetzt wieder mit Foto, wieder mit Namen, per Affirmative Action, also sozusagen extra drauf gucken zu können, was die Leute für eine Herkunft haben. Also das ist ja auch nicht weniger problematisch, wenn es einen Vorteil, also ja. Ja, idealerweise sollte es keine Rolle spielen für das Moment und für das Gewicht von dem, was Menschen sagen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich werde jetzt einmal kurz auf die Fragen bzw. Anmerkungen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer eingehen. Michael schreibt, die bisher genannten rassistisch zu lesenden Begriffe sind meines Erachtens eher was von mir als altem Menschen. Das N-Wort ist meiner Erfahrung her auch mittlerweile raus aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Außer der sprechende oder schreibende Mensch benutzt es bewusst. Können die vier vielleicht was zu modernen Begrifflichkeiten, vielleicht auch eher jugendaffinen, erläutern, falls möglich und falls es sowas überhaupt gibt? Also auf gut Deutsch, gibt es einen Nachfolger in Jugendsprache für das N-Wort oder für andere? Das ist, finde ich, eine extrem gute Frage. Und ich muss gestehen, ich hätte jetzt da gerade keine Antwort drauf. Also beziehungsweise außer vielleicht, dass wir natürlich erleben, dass das Jude als Schimpfwort eine ganz neue Dimension auf den Schulhöfen erreicht hat. Ich weiß nicht, ob Ronan dazu was sagen kann, aber was anderes fällt mir eigentlich nicht ein. Also mir fällt da jetzt keins ein. Ich bin ja hier sozusagen Wahlösterreicher. Also bin den anderen Weg gegangen als Anna. Ich bin als Deutscher mit pakistanischen Wurzeln in Österreich. Jetzt bin ich mal richtiger Ausländer. Das irritiert die manche Österreicherinnen und Österreicher sehr, was mir große Freude macht, weil ich das damit natürlich dann spiele. Das ist aber schon ein bisschen her, vor einem Jahr, da bin ich zu Fuß unterwegs gewesen. Da kam so ein Jugendlicher mit seinem Skateboard und
raste an mir vorbei und meinte irgendwie, ich kann das nicht so wiedergeben, vielleicht kann Anna das schöner. Schleich die Tschusch. Tschusch? Ich glaube, Tschusch sagt ja, er. Ja, Tschusch, aber das ist ein, ja, ein gutes Beispiel, aber das. So, genau. Das Wort fällt mir ein, aber das gibt es nicht mehr, weil der war vielleicht 16, 17. Ja. Und der hat das gesagt, und dann muss ich nachschlagen später, was meint der damit? Das ist auch irgendwie so was Rassistisches für, oder Abwertendes für Ausländer, für Dunkelhäutiger, ich glaube, ich habe es in Erinnerung. Ich habe es danach auch nicht wieder gehört. Ich hätte mir den Typen gerne gegriffen und dem ein paar Takte erzählt, nur erstens war er zu schnell und zweitens wusste ich in dem Moment überhaupt gar nicht, was er zu mir sagt. Ja, genau, es ist, wie du sagst, also es ist tatsächlich eben ein rassistischer Begriff. Das ist so wie, nachdem der Jugoslawienkrieg zu Ende war, Menschen in Österreich auch Jugo gesagt haben. Also zuerst wirklich als Begriff für diese Menschen, so okay, das ist das Land, das sich da auflöst und wir sagen Jugos, jetzt unterstelle ich mal keine bösen Annahmen, hat sich aber nach und nach auch ein bisschen verwandelt in ein Schimpfwort. Aber tatsächlich, das Wort Tschusch kenne ich auch aus Wien eben und Umgebung, es ist so mehr Proletensprech, aber das gibt es auch nicht mehr so wirklich. Also ich habe das Gefühl, das ist auch sehr, sehr am Absterben. Aber ja, es ist so, wie du es empfindest. Aber mir fällt was ein, was immer so halblustig gemeint ist, in der deutschen Ecke zumindest, normal Bio-Deutsche, wenn man sie so nennen will, Kartoffeln zu nennen. Ich meine, es ist mir herzlich egal, aber es ist auch eine Jugendsprech, halblustige Bezeichnung von Deutschen, die Kartoffeln. Und dann denke ich mir immer, hey, ihr wollt nicht als das und das bezeichnet werden, also fangt es doch bitte auch nicht an, Begriffe für alle anderen zu machen. Also das, ja, gut, ist aber klar, aber das ist natürlich dieses Kartoffeln ist ja eine bewusste Reaktion, da kann man darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber es ist eine Reaktion auf diese ganzen rassistischen Bezeichnungen, die diese Leute ständig hören. Dann sagen sie, okay, dann finden wir halt auch was für euch und wir nennen euch jetzt Kartoffeln. Ja, ist ein schöne Art, es auszudrücken, ist im Grunde genau das Gleiche zu machen. Also auch nicht klar, genau. Natürlich ist es nicht besser. Ich finde es nicht, das will ich damit gar nicht sagen. Aber das ist jetzt nur die Erklärung dafür, warum es das gibt. Seltsamer finde ich die Beschwerden von Deutschen, also weißen Deutschen oder Bio-Deutschen, wie du so schön sagst, oder autochtonen Deutschen, wie mir Leute auch manchmal schreiben, recht autochtone Deutsche, dass sie sagen, sie fänden Alman schlecht. Und Alman heißt türkisch oder, ich weiß nicht, ob auf Arabisch auch, ich kann kein Arabisch, aber auf Türkisch heißt das Deutsch. Was ist daran rassistisch? Also ich meine, ein Türke sagt Alman zum Deutschen. Ja, aber weil ich glaube ich auch eben, das Wort ist sicher an sich nichts, eben, wie du es übersetzt, es heißt einfach Deutscher, aber das ist ja wieder, oder? Wie sie es verwenden oder wie es verwenden. Und das ist halt meistens auch Schubladendenken, ja? Und das wollen wir nicht, wollen sie nicht, dass wir es quasi machen, als, ja, okay, ich Österreicher, du Deutscher, aber das sollten sie dann umgekehrt nicht machen. Und das meine ich ja. Und oft, wenn man das dann kritisiert, kriegt man genau das zurück, du hast ja total recht, das sagen die, weil sie lang genug böse Schimpfwörter erhalten haben, aber ich finde halt nicht, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen sollte, ever. Dann sollte man sich eher zurücknehmen und sagen, gut, du bist hier der Idiot und nicht ich, weil also, ich mache sowas. Kritiker zu machen, Rassismus mit Rassismus zu bekämpfen oder mit Abwertung anderer Menschen einfach, weil sie einer Gruppe angehören, und ich finde auch dieses Argument, das Wort hat eine lexikalische Bedeutung, die harmlos ist, das reicht halt nicht. Also ich glaube, das Wort Idiot bedeutet im Altgriechischen einfach nur Privatperson. Ja, ist es deswegen okay, Leute Idiot zu nennen? Nein, natürlich nicht. Doch, natürlich. Also Entschuldigung, Ralf Höcke ist ein Idiot, das sage ich in aller Öffentlichkeit, natürlich. Björn Höcke meinst du? Björn. Ja. Nee, ich glaube, er ist Ralf. Björn. Bernd. Es kommt natürlich auf den sozialen Kontext an und ob das, was erkennbar damit intendiert ist. Und ich glaube, Allmann wird nicht als freundliches Wort verwendet. Das kommt auch bei den Rezipienten genauso an. Genau. Ich will noch weitergehen. Grit fragt, wie ist es mit Rassismus in Schulbüchern und Unterricht über narrative Bilder, fehlende interkulturelle Weiterbildung bei Lehrkräften? Tatsächlich auch kein unwichtiges Thema. Wird meistens, so wie ich es wahrnehme, eben eher im Bereich so Thema Bild von Juden, Antisemitismus mehr diskutiert. Aber es ist ja tatsächlich auch was darüber hinaus eben Kolonialgeschichte, wie das in Schulbüchern teilweise aufgearbeitet wird, ist ja auch ein schwieriges Thema. Es ist natürlich die Frage, was ist die Frage? Also ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich einig, dass das ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob jemand dazu irgendwas sagen kann, aber ich glaube, sollte in Schulbüchern wahrscheinlich nicht zu finden sein.
Ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt schon über Kinderbücher reden, wo wir das alles sehr komisch finden, und ich glaube nicht, dass es nochmal reproduziert würde, außer, auch das ist in Ordnung, als Ausgabe, so hat das 1960 ausgesehen, glaube ich jetzt gerade nicht, dass wir in Schulbüchern... Ah, es gibt schon immer wieder, es muss ja auch nicht Schulbuch sein, aber es gibt ja auch zum Beispiel diese relativ mit heißer Nadel gestrickten wöchentlichen Downloads und solche Sachen, die die Schulbuchverlage zur Verfügung stellen zu aktuellen Themen. Und da hast du natürlich auch noch einen super Experten irgendwo sitzen und da verrutscht schon mal was. Das kann man, also mir fällt jetzt gerade nicht aktuell ein, aber ich weiß das, weil ich mich in einem anderen Kontext damit beschäftige, das ist nicht alles immer 100% sauber, das muss man schon sagen. Und da kann schon sowas passieren. Also ich glaube, eine Sensibilisierung ist da nicht schlecht. Also ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich die aktuellen Schulbücher nicht kenne. Aber zum Beispiel das Ausblenden deutscher Kolonialpolitik, das fand immer statt und ich glaube, das findet nach wie vor statt. Ich habe nie in meinen 13 Schuljahren auch nur irgendetwas über deutsche Kolonialpolitik gelernt, Kolonialgeschichte. Also ich glaube, da wird schon einiges, man kann ja vieles auch durchaus blenden, sozusagen, sich schönreden und schönfärben, nicht? Und was an Verantwortung. Da gibt es ein wunderbares Buch von Uwe Timm, der das jetzt gerade aufgearbeitet hat, diese deutsche Kolonialgeschichte. Das ist ein Roman. Ich habe jetzt leider den Titel nicht im Kopf. Liegt jetzt auch nicht in greifbarer Nähe. Ich habe übrigens, Bettina schreibt, Anmerkung, Tschusch kommt aus dem Slawischen und heißt in vielen slawischen Sprachen einfach Fremder, neutral, keine negative Konnotation. Die hat es erst, wie beim Begriff Jugo, mit der Zeit in Österreich bekommen. Im Klezmer wird der Begriff häufig auch neutral verwendet. Das ist aber genau das, was Ronen Steinke gerade sagte und Anna auch, dass eben die lexikale Bedeutung alleine nicht reicht, sondern wie ist es gemeint? Und es ist halt eben nicht nett gemeint. Da sind wir uns ja auch einig. Ich würde auch das Wort Allmann so nicht nennen, benutzen und auch das Wort Kartoffel nicht so benutzen. Das ist irgendwie in der Tat Rassismus mit Rassismus oder Feuer mit Feuer bekämpfen. Auf der anderen Seite ist es aber ein weitaus kleineres Problem als der andere Rassismus, den wir hier haben. Also ich gehe einfach immer weiter, außer jemand von euch möchte noch was dazu sagen, einfach um den Leuten auch die Chance zu geben, ihre Fragen so ein bisschen zu platzieren. Eine Frage ist die Frage, was wir gesellschaftlich haben wollen, nicht wichtiger als was wir nicht haben wollen? Anders, wie effektiv ist Tabuisierung, um gesellschaftliche Offenheit, Respekt und Toleranz zu fördern? Anmerkung, ich verstehe das Verhältnis aus Sprache und gesellschaftlicher Formung, bitte darüber hinausgehend antworten. Finde ich einen guten Punkt. Also tatsächlich drehen sich die Diskussionen ja meistens um die Frage, was wollen wir nicht mehr haben? Und das andere ist, also die Frage, wie wir zusammen leben wollen, ist eher implizit damit verbunden. Das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich gerade ein ganz schlimmes Buch gelesen, das Robin DiAngelo, eine weiße Amerikanerin, sie kam eh auch in Deutschland vor, in der Spiegel, glaube ich, hat sie interviewt und keine Ahnung, die Buchrezension war auch im Deutschlandfunk, genauso. Die ja tatsächlich behauptet, mit Liberalen ist übrigens am schwersten zu sprechen, weil die wollen nicht anerkennen, dass sie rassistisch sind. Und zwar nicht, ob sie was so meinen oder so, sondern sie sind ohne Intention, einfach aufgrund ihrer Geburt und Hautfarbe, rassistisch. Und das ist so ein, ich verstehe die Gründe, warum es die Black Lives Matter-Debatte gibt, der Mord an George Floyd, wir haben es alle gesehen und ich glaube, ich kenne niemanden, der das irgendwie nicht verurteilen würde. Aber ich habe das Gefühl... Doch. Da wird jetzt in Strukturen und überall Rassismus gesucht und auch notwendigerweise irgendwo gefunden. Und dann kommen auch so in Deutschland, ja, alles hasst das. Ich glaube ja alle Diskriminierungserfahrungen, die sie als junge schwarze Frau hatte. Und das ist nicht schön. Und das vollstes Verständnis und Respekt, dass sie das durchgehalten hat. Aber zu sagen, Weiße können irgendwie auch nicht wirklich mitreden, weil eben, wo wir wieder dabei wären, wer darf was sagen, nur der, den es betrifft. Oder es gibt auch überhaupt keinen Rassismus gegen Weiße. Also jetzt mal rein per Definitionen, ist es ein intellektuelles, absoluter Ausfall, das zu sagen, weil Rassismus halt nur darum geht, dass du aufgrund deiner Hautfarbe beurteilt wirst. Ob das faktisch jetzt in Deutschland mehr Menschen trifft, die nicht weiß sind, unbestritten. Aber dieses Ausufern von alles ist irgendwie rassistisch und weiß ich nicht, das sind wir auch wieder ein bisschen bei Cancel Culture, was man dann alles streichen und machen und nicht mehr sagen, tun dürfte oder nicht mehr lesen, anschauen von Kunst, also diese Wellen, die das macht, und da verstehe ich den Kommentar, fände ich auch schöner zu sagen, wie wollen wir leben und nicht, was ist eigentlich alles so falsch, weil ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass alles so falsch ist. Es zuckt keiner der Herren?
Natürlich muss man aber Dinge auch sagen, was falsch ist, weil darum geht es ja gerade. Ich meine, es sind ja lauter Dinge, die uns betreffen. Ich meine, ich kenne das Buch jetzt, was du da gezeigt hast. Ich habe es gesehen, ich habe es nie gelesen bisher. Aber auch das Buch von Alice Hayes, das habe ich jetzt wahrgenommen in den Medien. Auch ich habe ihr Buch selbst noch nicht gelesen. Ich teile da auch nicht alles. Es ist auch nicht so, dass Schwarze oder People of Color wir eine homogene Menge sind, die alle die gleiche Meinung haben. Haben wir nicht. Übrigens dieses Wort POC, was du vorhin einführtest, Christoph, weil du sagst, dass man das jetzt sagt. Ich bin jetzt 45, ich habe noch nie mich selbst als POC oder POC bezeichnet. Ich höre das jetzt zum ersten Mal vor ein paar Monaten und okay, jetzt bin ich's und ich akzeptiere es. Ich kann damit leben. Also insofern ist es schon so, dass man auch, ich habe dieses Gefühl, manchmal wird einem da irgendwas übergeworfen, jetzt musst du das so sehen und so, das ist schon so. Auf der anderen Seite, habe ich gerade den Faden verloren, ich wollte auf irgendwas antworten, was Anna gesagt hat. Egal, fällt mir gleich wieder ein. Dann darfst du es gerne nachtragen. Also ich glaube, die Herausforderung ist halt tatsächlich dieses, ich habe das. Achso, doch, Entschuldigung, jetzt habe ich es. Es ging ja um die Frage, ob man was verbieten muss. Natürlich muss man Dinge verbieten. Und das ist ja nicht nur Sprache. Also es gibt ja viel, eigentlich müssen, es ist, wir tun so, als wäre, oder das klang so auch aus anderen Worten, als hätten wir schon eine riesige Debatte und viel zu viel und viel zu unsinnig. Im Gegenteil, es gibt noch viel, viel mehr Dinge, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ich meine, allein diese Idee der Burschenschaften, ja, wo Männer, nur Männer, sich gegenseitig eine Mensur, immer wie beknackt muss man sein, aber okay, that's their choice, kann man machen. Das sind Organisationen, wo jemand wie ich wegen meiner Hautfarbe nicht rein kann. Also es, in der Regel, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber in der Regel sagt eine Burschenschaft, das ist was für weiße Männer. Da würde ich sofort sagen, so etwas gehört auf den Müllhaufen. Solche Organisationen haben wir in Deutschland nicht. Punkt. Oder ihr ändert eure Satzung und da darf jeder rein. Also natürlich müssen wir über solche Dinge reden. Natürlich müssen wir über all solche Sachen auch reden. Das ist ja wie Schwarze sitzen im Bus hinten. Was ist denn das? Das haben wir abgeschafft in anderen Ländern. Also solche Sachen haben wir in Deutschland auch. Da sind jetzt nicht Deutsche sitzen im Bus hinten, aber mit der Burschenschaft. Es gibt tausend andere Sachen, über die wir schon reden, wie zum Beispiel Racial Profiling. Dann kommt dieser Unsinn, das ist abgeschafft, das ist verboten, das gibt es nicht. Naja, weil es verboten ist, heißt es ja nicht, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt es massiv. Und über all diese Dinge müssen wir natürlich reden. Und das funktioniert natürlich nur über Verbieten, beziehungsweise über Sanktionieren. Dass man einen Polizisten, der das tut, sanktioniert. Geht doch nur so, wie denn sonst? Du hast mich zwar nicht falsch verstanden, aber ich bin bei dir, wenn du sagst, es gibt natürlich Dinge, über die man reden muss. Und natürlich sind wir weder beim Berg noch sonst was, ganz deiner Meinung. Und auch, was du sagst über Burschenschaften und so. Aber was ich meine, ist, wenn es sich eben ins andere Extrem kehrt, und wir sind nicht Amerika, das ist mir klar, aber ich weiß nicht, ob es allen klar ist. Aber oft sind Debatten, die dort starten, wie wir ja alle wissen, schwappen dann so leicht zu uns über. Und als ich letzte Woche gelesen habe, ich weiß nicht, ob es in den Times war, ich weiß nicht, dass eine Menschenkette aus weißen Menschen das Stück eines Parks abgegrenzt haben, weil das wäre jetzt eine Area for Black People. Und ich bin echt da gesessen und habe gedacht, um Gottes Willen, also merkt ihr eigentlich, was ihr da noch macht? Also das ist genau das. Und dann wie im Bus hinten sitzen und dann halt wieder ihren eigenen Platz haben. Ich möchte das nicht, jetzt rein persönlich. Ich möchte nicht, dass wir wieder da so zurückfallen, dass es wichtiger ist, welche Hautfarbe man hat, als wer man ist. Ich kenne diesen konkreten Fall nicht, aber da ging es, wenn ich das richtig verstehe, darum, einen Schutzraum zu schaffen, ja, oder? Für diese Leute. Ja. Ja, gut, aber das kann ich nachvollziehen, dass man das will. Sozusagen paradox, dass so ein Refugium manchmal auch missverstanden werden kann oder wahrgenommen werden kann, als ein sich separieren wollen, wo es in Wahrheit, also ich kenne die Diskussion zum Beispiel von jüdischen Schulen, dass manchmal so gesagt wird, ja Leute, muss das denn sein? Es gibt doch Schulen für alle. Wäre es nicht viel schöner, wenn alle auf, sozusagen unabhängig von Religion und Herkunft sich mischen? Es gibt aber sozusagen auf gar nicht mit Diskriminierung verbundene Motive, die auch dafür sprechen können, dass es schön ist, mal ein paar Jahre lang sich sozusagen mal nicht die Minderheit zu sein. Und wenn das die Intention ist, dann ist das was anderes, als zu sagen, ja, wir machen jetzt hier Rassentrennung oder irgendwie Segregation. Das möchte ich nicht auf eine Stufe stellen. Also darum geht es nach meinem Verständnis auch überhaupt gar nicht in dem Beispiel. Und du verstehst das auch mit dem Park. Da zuckt man im ersten Moment.
Aber ich glaube nicht, dass man es auf dieselbe Stufe stellen kann, wie wenn Weiße sagen, hier Parkbänke nur für Schwarze, Parkbänke nur für Weiße. Weil es eine Gesellschaftsordnung ist in den USA, wo die einen mehr Macht haben als die anderen und das auch historisch sozusagen von Beginn an so war und das auch allen im sozialen Kontext klar ist. Das ist ein sehr guter Übergang zur nächsten Frage von Martin, hallo Martin nach Berkeley, der fragt, wie können wir damit umgehen, dass sich die deutsche Diskussion um Sprache, Rassismus, Identitätspolitik auf der einen Seite stark an Debatten zum Beispiel in den USA orientiert, ich würde fast sagen eigentlich nur an Debatten in den USA, aber dass Sprache, Sprachgebrauch und Diskriminierung durch Sprache auf der anderen Seite kulturell spezifisch sind. Was können wir lernen und was nicht? Also das setzt ja ein bisschen darauf auf. Also ich habe das Gefühl, wir führen seit ein paar Wochen, kann man fast sagen, ganz besonders, Debatten, die natürlich auch spezifisch amerikanisch sind, womit ich nicht sagen will, dass Rassismus in Deutschland kein Thema wäre. Aber es ist natürlich eben Sklaverei und diese Sachen und gewachsene Strukturen in Amerika sind natürlich doch ein bisschen anders. Auch die Demokratie in Amerika funktioniert anders als bei uns. Das eins zu eins zu übernehmen, ist natürlich ja schwierig, aber oder? Tut doch niemand. Ich sehe das total anders. Also wer übernimmt das? George Floyd war Anlass dafür. Und ja, es gibt natürlich hier und da Leute, die dann so tun, als wäre das ähnlich, aber es behauptet ja niemand, dass die deutsche Polizei so wäre wie die amerikanische. Es behauptet ja niemand. Ich bin ja froh, dass es endlich mal eine Möglichkeit gab für Schwarze, und das muss man eben auch unterscheiden, da kann ich nicht für Schwarze sprechen. Ich bin nicht schwarz, sondern ich bin braun. Ich werde anders gelesen, ich werde muslimisch gelesen und seitdem ich einen Bart habe, noch mehr als vorher. Deswegen habe ich ihn absichtlich seit ein paar Jahren, einfach um zu sehen, was das verändert. Und das verändert einiges. Aber jetzt haben endlich mal Schwarze die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und das finde ich gut, dass da vielleicht der eine oder andere über das Ziel hinausschießt oder das zu sehr mit Amerika vergleicht. Ja, aber es übernimmt doch niemand eins zu eins. Wir reden über Racial Profiling, was es in Deutschland gibt. Wir reden aber auch über lauter andere Sachen. Ich meine, wir haben schon seit Ewigkeiten NSU, NSU 2.0. Das ist jetzt das Thema in Deutschland. Ja, wir haben jetzt plötzlich irgendwelche Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen an der B96, diese Bundesstraße, die durch Ostdeutschland führt, protestierten, schon auf fragwürdige Art und Weise, aber okay, das ist jetzt komplett gekippt, da sieht man jetzt plötzlich Reichskriegsflaggen, ja, und schwarz, rot, weiß, oder schwarz, weiß, rot, das sind also die Farben des Kaisers, das sind Symbole, Symbolik, die Rechtsextremisten benutzen, die sind da jetzt, ja, und das heißt, an einer ganzen Bundesstraße jeden Sonntag treten da Leute auf und haben da so einen fragwürdigen Protest. Und ja, das ist halt so. Genauso wie Pegida seit, ich weiß nicht, 2013, 2014 da ist. Die AfD ist halt da, die sagen halt ihren rechtsextremen Kram. Also wir haben schon eine sehr spezifisch deutsche Situation und eine sehr spezifisch deutsche Debatte. Und ich meine, in Deutschland reden wir darüber, dass man das Wort völkisch wieder normalisieren sollte und so weiter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir eine amerikanische Debatte hier führen. Also ich glaube, ein Beispiel für ein ungutes Überschwappen von Versatzstücken der amerikanischen Debatte, die hier nichts verloren haben, ist, wenn Leute verhaftet werden, was ja auch in Deutschland vorkommt, und auf dem Boden liegen, was auch in Deutschland vorkommt und was auch in einem Rechtsstaat mal sein muss in bestimmten Situationen, und die dann der Polizei entgegenschreien, I can't breathe. Also sowas hat es in Hannover neulich gegeben. Ja? Da muss es jedem rechtsstaatlichen Polizisten sich ins Herz setzen. Das ist also unfair und das ist ein sehr ungutes Überschwappen. Auch einen polemischen Missbrauch eigentlich eines sehr ernsten Diskurses. Aber auf der anderen Seite, wo ich sehr dankbar bin, dass wir jetzt über die Mohrenstraße zum Beispiel diskutieren. Ja? Also wurde schon gesagt, auch Deutschland hat eine Kolonialvergangenheit. Die Amerikaner haben eine viel längere auch Erfahrung damit, über ihre Sklavereigeschichte zu diskutieren. Und wir haben eine lange Sprachlosigkeit, die langsam erst ein bisschen aufbricht. Wird ja gerne mal gesagt, Mohren, das ist ja sozusagen ein neutralerer Begriff, das ist ja nicht wie das N-Wort, das war ja nie böse gemeint. Aber natürlich, die Mohrenstraße ehrt in Anführungszeichen die Hofmohren in Preußen. Das waren Leute, die kamen an den preußischen Hof, aber die kamen nicht sozusagen als Gesandte oder als Gelehrte aus Westafrika, sondern die kamen in Ketten. Die kamen als Entführte aus Ghana, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Und dann hat man die ein bisschen romantisiert und aus dem Morgenland und wie auch immer und Mohren, also daran erinnert oder das glorifiziert ein bisschen diese Mohrenstraße. Also da begrüße ich es eigentlich eher, dass wir da
ja, vielleicht auch uns ein Vorbild nehmen an Amerika. Und auch die Denkmalstürze, die genannt wurden, also sowas wie in Bristol der Sklavenhändler. Vielen Dank für die Überleitung, die ich jetzt auch gemacht hätte, weil sonst haben wir ein Zeitproblem, wenn wir auch noch über die Denkmäler sprechen wollen. Ja, also ich bin da sehr dafür. Ich glaube, man muss bei den Denkmälern ein bisschen unterscheiden. Karl Marx oder Luther sind ja auch Leute, die sich rassistisch, die sich antisemitisch geäußert haben. Aber wenn ich ein Buch über Karl Marx kaufe und im Buch drin ist nirgendwo erwähnt, dass er diese antisemitischen Sachen gesagt hat, dann würde ich sagen, es ist ein Mangel. Dann ist dieses Buch, dann muss man das diesem Buch ankreiden. Aber bei all den vielen Dingen, die man über Marx sagen kann und muss, wäre das jetzt nichts, was auf dem Buchdeckel drauf sein muss, aus meinen Augen. Also über Marx gibt es sehr, sehr viel zu sagen und da ist sein Antisemitismus eine Sache, die vielleicht nicht die zentrale ist. Genauso bei Luther. Über Luthers Verdienste und über Luthers Wirkung irgendwie auf die europäische Kultur gibt es eine Menge zu sagen. Sein Antisemitismus ist ein Teil davon, aber ist jetzt nicht das, was irgendwie in die Überschrift muss. Und ich glaube deswegen, wenn man ein Luther-Denkmal irgendwo hat, dann erinnert das und dann vielleicht glorifiziert das, aber es erinnert in erster Linie an eine Leistung. Und ich würde das nicht so missverstehen, dass es irgendwie mit seinem Antisemitismus zu tun hat. Hingegen, bei jemandem wie dem Sklavenhändler in Bristol, dessen Lebenswerk war es, reich zu werden durch Sklavenhandel. Oder in Berlin gibt es die Lüderitzstraße. Das ist also ein Kolonialverbrecher, der aus Deutschland losgezogen ist, um Menschen in Afrika zu versklaven. Das ist seine Lebensleistung. Damit und nachdem bis heute eine ganze Bucht und ein Ort in Namibia benannt sind. Das ist die Entscheidung der Namibier, wie sie damit umgehen wollen. Ich finde es in Berlin indiskutabel. Es gibt eine Lüderitzstraße, es gibt eine Nachtigallstraße mit einem L. Das ist auch ein Kolonialverbrecher gewesen. Das sind Menschen, die nicht unter anderem auch Rassisten waren, sondern es sind Menschen, die hauptberuflich Menschen versklavt haben. Und ich glaube, da sozusagen bei aller Differenziertheit, da müssen wir an einem Punkt ankommen, so an einem Ende der Skala, wo wir uns hoffentlich einig sind, dass solche Straßen umbenannt gehören und auch solche Denkmäler nichts verloren haben in Deutschland. Wenn ich das ganz kurz sagen darf, in Namibia ist das tatsächlich schon seit 15 Jahren eine ganz große Debatte. Und mich hat das, als ich in Namibia war, vor 15 Jahren ungefähr, tatsächlich ziemlich aus der Bahn geworfen, weil die nämlich ganz kurz vorher alle Straßennamen umbenannt hatten, die eben noch an deutsche Kolonialherren erinnert haben, haben die dann eben irgendwelche Chiefs der vielen Stämme, die es ja da gibt, also Namibia ist ja ein Land mit 80 Ethnien, bei 2 Millionen Einwohnern wohlgemerkt, haben die das dann umbenannt und ich bin wirklich verloren gewesen, weil es damals noch kein Google Maps gab und halt die Karten alle nicht mehr aktuell waren, aber da gab es die Debatte, während gleichzeitig aber die Reiterstandbilder der deutschen Schutztruppen etc. nicht angetastet wurden. Also auch interessant, wie das so geführt wird. Aber ich sag mal so, den Punkt, den du gerade gemacht hast, ist eben, wenn ich es richtig verstanden habe, die Frage, hat jemand, war das vordergründig? War das letztendlich, ist der reich geworden durch Sklavenhandel? Wäre der sonst niemand gewesen? Oder ist, wie bei Luther oder Marx, das eben eine Fußnote ist vielleicht auch zu klein gesagt, aber ein kleiner Teil der Biografie. Wäre das was? Ja, Entschuldigung, habe ich dich falsch verstanden? Das Wort abgebe. Warum überhaupt diese Diskussion bei Denkmälern und bei Straßen? Deswegen, weil wir in unserem Kulturkreis damit Menschen ehren. Denkmäler werden nicht aufgestellt wie im Museum, um einfach historisches Wissen zu vermitteln, sondern Denkmäler an öffentlichen Plätzen haben den Kontext der Ehrung immer. Genauso ist es bei Straßennamen, genauso ist es, wenn Universitäten nach Personen benannt werden, genauso ist es, wenn Flughäfen nach Personen benannt werden. Das ist sozusagen in unserer Kultur die Währung, in der wir Ehrung ausdrücken. Und das verdienen diese Leute nicht und das wäre besser für uns als Gesellschaft, wenn wir das auch deutlich machen. Ist das ein roter Faden oder eine Logik, der ihr folgen könntet? Im Wesentlichen ja. Achso, pardon, bitte. Bitte, Hasnain und dann Anna. Anna darf dann aufrollen. Im Wesentlichen kann ich dem folgen, ja. Es ist natürlich manchmal schwierig. Bei Luther ist es zum Beispiel so, es ist weit mehr als eine Fußnote. Und ich glaube, ich tue mich schwer. Ich meine, ich bin selbst, habe muslimische Wurzeln, bin protestantisch erzogen, bin also lutherisch getauft und konfirmiert und habe trotzdem meine Probleme damit, den so auf den hohen Sockel zu stellen, auf das Podest zu stellen. Also ich finde schon, dass man, Luther ist eine bedeutende historische Figur und viel erreicht, aber man muss eben diesen Kontext immer auch dazu nennen. Ich finde es nur schwierig zu sagen, war das nur vordergründig oder nicht? Was machen wir mit König Leopold II. In Belgien, der in Kongo
sich bereichert hat. Es gibt kürzlich ging also es gibt eine Statue von ihm, die auch abgerissen wurde und ins Hafen, ich glaube in ein Hafenbecken in Antwerpen geworfen wurde. Und ja, das waren sehr martialische Bilder. Ich kann das aber nachempfinden. Und da gingen Fotos rum von einem Vater, der auf zwei Hände und zwei Füße blickt. Das ist seine 5-jährige Tochter. Die wurden dieser Tochter abgehackt, Hände und Füße im Kongo, weil dieses Mädchen nicht schnell genug gearbeitet hat. Ja, es war eine Sklavin. Und später ist dieses Mädchen dann eben auch erschossen worden. Und davon gibt es wahnsinnig viele Bilder. Man kann das sehr gut nachlesen. Die Geschichte Belgiens im Kongo ist sehr gut aufgearbeitet. Dieser Mann gehört König hin oder König her. Und ob das nun vordergründig seine Arbeit war oder nicht, der gehört für mich nicht geehrt. Also ich kann verstehen, dass man sagt so. Und was ich auch gut finde, ist dieses Symbol, das von diesen ganzen Stürzen von solchen Figuren einhergeht. Kultur ist nicht in Stein gemeißelt, sondern sie verändert sich. Und es ist eben, mittlerweile sind wir sehen ja, Gesellschaft verändert sich. Ich finde es gut, in manchen Bereichen, haben wir auch drüber gesprochen, verändert sie sich auf eine Art und Weise, wo ich sie nicht gut finde, wo ich es nicht gut finde, wo übers Ziel hinausgeschossen wird. Aber grundsätzlich findet ein gesellschaftlicher Wandel statt und wir akzeptieren bestimmte Leute nicht mehr als Figuren, zu denen wir aufschauen. Das haben wir lange genug getan. Das finde ich grundsätzlich gut. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man das hinterfragt. Bei jedem Einzelnen. Und dann kann man ja zum Schluss kommen, Luther kann weiterhin da stehen. Anna? Also das ist eigentlich ein guter Punkt, den ich so... Also ich war immer der Ansicht, dass Denkmäler und Straßen auch für Menschen stehen könnten, die ich jetzt, wenn ich nicht unbedingt aufblicke, aber du hast recht, wenn ich darüber nachdenke, natürlich stehen Reiterschaubild und so, ja, die stehen ja da aus Gründen, weil man das halt gefeiert hat. Aber ich finde ganz, also meine persönliche Regel war in erster Linie, dass man die Geschichte nicht aus der Gegenwart heraus, aus politischer Korrektheit, und das meine ich jetzt nicht im bösen Sinne politische Korrektheit, sondern was wir halt jetzt nicht mehr irgendwie anerkennen können. Also man sollte die Geschichte nicht aus der jetzt halt verändern. Ich bin zum Beispiel, kommen wir dann eben in diese Problematik, oder? Luther. Ich bin übrigens auch evangelisch konfirmiert, aber ausgetreten, weil Atheist. Aber ich weiß auch ziemlich viel und ziemlich, wie wichtig er war und auch eben, wie Ronan schon gesagt hat, für Europa. Woran macht man das fest? Warum redet in Deutschland niemand über die, glaube ich, 613 Ernst-Thälmann-Straßen, die es gibt, von diesem Russland oder, naja, Stalin-hörigen Menschen in der Weimarer Zeit. Also es gäbe so viel, worüber man sprechen kann. Und um es kurz zu fassen, ich fände es besser, wenn Herr Luther dort stehen bleibt, wo er jetzt steht, in Berlin ja auch, vor der Marienkirche, glaube ich, und erklärt wird, warum er da steht und was es bedeutet und was er gemacht hat und was nicht. Und das ist so, wenn du ihn wegschaffen würdest, woher soll denn, wie sollen denn Kinder fassen, um was es da eigentlich geht, wenn sie die Leute alle nicht mehr sehen? Also ich bin immer mehr für Kontextualisierung und nicht Geschichtsvergessenheit, sondern bewusstes Anerkennen von Dingen, die mal waren und warum sie so waren. Das ist ein Missverständnis, dass man nur, wenn Leute in Bronze oder in Stein irgendwo rumstehen, die auch wahrnimmt. Also ich habe Hitler noch nie als Denkmal irgendwo gesehen. Trotzdem mangelt es mir nicht an Wissen und an Kontakt auch mit historischem Wissen über die Nazi-Zeit. Also ich glaube, das braucht man nicht. Das ist eine Form, Geschichte zu vermitteln, aber eine Form, bei der immer eine Zelebrierung mitschwingt, dieses Statuen aufstellen. Das ist etwas, das kann man bei ganz bestimmten Figuren, Martin Luther King, meinetwegen auch Luther, kann man das machen, aber bei bestimmten Figuren, Sklavenhändler und so weiter, kann man das nicht mehr machen. Und da kann man auch nicht mehr sagen, das ist doch ein guter Weg, da Historie zu vermitteln. Also da muss man schon sozusagen normativ in eine Grenze ziehen, glaube ich. Aber also ich muss da auch widersprechen. Ja, also ich glaube, es reicht, wenn man das in Büchern hat, ja, oder man braucht keine, wie du sagtest, in Bronze gegossene Figuren. Das hat eben Ehrung noch mit sich. Und selbst wenn man dann ein Schild daneben stellt und sagt, dieser Mann war antisemitisch oder dieser Mann hat Kindern die Hände abhacken lassen, ich ganz ehrlich, ich möchte diese Figur nicht sehen in der Form geehrt, in Stein oder in Bronze oder worin auch immer gegossen. Das ist für mich der Punkt. Ich glaube, es geht nicht darum, Geschichte klein zu reden oder zu verschweigen. Und im Übrigen, wenn man sagt, man sollte es nicht aus der Gegenwart betrachten, also 5-Jährigen die Hände abzuhacken, war damals schon schlecht. Und Antisemit zu sein, war damals auch nicht in Ordnung. Also insofern, man muss das nicht aus heutiger Sicht beurteilen, es war damals schon falsch. Nur damals hat sich halt keiner getraut, was zu sagen.
jetzt ändern sich die Zeiten und jetzt sagt man halt so, wir ehren den nicht mehr. Ich glaube schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, ob ich jemanden ehre. Ich käme nicht auf die Idee, wenn ich nach München fliege, zu sagen, ich lande am Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Würde ich nie sagen. Aber man tut das, bestimmte Leute tun das halt, um bestimmte Figuren zu ehren. Hm. Ich habe eine Frage und genau da hätte ich jetzt auch angeschlossen. Anonymer Zuschauer fragt, übrigens die Botschaft an die Zuschauer, die sonst noch Fragen stellen, wir werden nicht alle durchkriegen, es tut mir wirklich leid, aber dafür reicht die Zeit nicht, das war eigentlich auch absehbar, aber die Frage nehme ich rein, inwieweit sind die USA ein Vorbild, wenn dort ohne Abstimmung von irgendeiner Seite Statuen abgerissen werden? Es wurde wirklich niemand gefragt. Das war ja in Bristol auch so. Ich will trotzdem nochmal auf das Thema Bristol zurück, weil das Interessante dort ist, dass tatsächlich es eigentlich eine große Einigkeit jetzt in der Stadt dort zu geben scheint, dass das okay war, dass der Typ weg ist und es jetzt einen Diskursprozess eigentlich im Nachhinein darüber gibt, wie man mit diesem Namen in Zukunft umgeht, weil der dort auch noch Straßennamen hat und Universitätsgebäude und was auch immer nach dem benannt sind. Und es wohl auch insgesamt einen großen Diskurs geben soll, was an seiner Stelle dort eben, an der Stelle, wo das Denkmal stand, in Zukunft stehen soll, etc. Insofern, die Frage, die ich mir da nur stelle, ist, wäre es nicht eigentlich klug, das jetzt proaktiv zu starten, diese Diskussion, bevor man dann irgendwie Leute, die halt so ihre eigene Meinung haben, die Dinger runterreißen? Also wäre das nicht eigentlich auch eine reife Zeugnis für eine Gesellschaft, zu sagen, hey, wir machen das aktiv und dann vielleicht auch mit offenem Ende. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass dann eben am Schluss steht, wir reißen alles ab. Also das geschieht ja, die Diskussion um Straßennamen, die ist ja recht gesittet. Da werden ja, also es ist ja kein Mob, der da loszieht. Du bist nicht auf Social Media, oder? Naja, aber es ist ja es ist eine politische Diskussion, die dann damit endet, dass dann irgendwelche Bezirksräte sich entscheiden. Also das ist, glaube ich, schon der richtige Weg. Also dass es bei Social Media irgendwie einen anderen Tonfall gibt, das ist ja bei allen Themen so, das ist ja nicht bei diesem jetzt besonders. Aber was du sagst, merkt man ja eben sehr schön, oder? Am Beispiel der Mohrenstraße. Ich bin da komplett, habe überhaupt keine Empfindlichkeiten, wenn man sie umbenennen kann und sich einigt auf einen Namen, der ihn auch immer ehrt. Also ich will mich da wirklich ganz raushalten. Aber man sieht ja die Problematik, oder? Dann zuerst soll es ja Klinkerstraße heißen, BVG hat das vorgeschlagen, dann kommt die BVG in Shitstorm, weil der war auch Antisemit. Dann sagt jetzt die Justizministerin, man könnte ja Fritz Bauer nehmen. Da kommen dann vielleicht wieder andere und sagen, aber der war ja ein alter weißer Mann, es sollte aber ein schwarzer Mann sein oder eigentlich eine Frau. So, das ist das Problem, das ich mir bei dem Ganzen vorstelle. Und das meine ich mit, wenn man bei sowas beginnt, weiß man nicht, oder was heißt weiß man nicht, ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig wird, überhaupt jemals wieder Einigkeit zu erzielen. Und wie gesagt, Mohrenstraße hat keine Berechtigung, weil da geht es weder um einen Menschen, der irgendwas Großartiges verbracht hat, noch sonst was. Und tatsächlich fühlen sich Menschen durch diesen Begriff, so wie das N-Wort, einfach beleidigt oder zumindest nicht so wahrgenommen, wie sie wollen. Aber man sieht einfach den Rattenschwanz, den es nachzieht, dass niemand einen Vorschlag machen kann, der niemanden auf den Schlips tritt. Das ist ganz kurz, weil ich genau dazu eine Frage habe. Also erstens, Morten hatte irgendwie auch dazu nochmal gefragt. Ich glaube, die Frage ist jetzt damit auch mit abgedeckt. Jetzt kommt aber noch eine andere Frage, eigentlich eine Nachfrage zu dem, was Ronan vorhin gesagt hatte, zu dem Thema Mohrenstraße. Hat man eigentlich den Umständen oder den Menschen ein Denkmal mit dieser Namensgebung gesetzt? Also man könnte natürlich auch sagen, man nennt das Mohrenstraße, um an diese Leute zu erinnern, als Warnung, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, oder? Nee, ich glaube, das war sozusagen gut intendiert sogar, also sozusagen als Dank oder als Anerkennung für die tolle Rolle, die die Mohren am Hof gespielt haben. Der Begriff Hofmohren war ja auch jetzt kein Schimpfwort, sondern war ja erst als ein Lob gemeint. Aber die Leute waren ja letztlich Geiseln. Und die waren ja sozusagen Opfer furchtbarster Verbrechen. Und das wird ja damit schön geredet und letztlich bagatellisiert. Ich glaube, das ist das Problem. Ich bin so dazwischen gecrasht. Irgendjemand wollte was sagen. Ja, weil Anna gerade gesagt hat, wenn man einmal anfängt, dann weiß man nicht, wo die Diskussion endet. Das ist richtig, klar. Also da wird es auch, egal was die Mohrenstraße der zukünftige Name sein wird,
da wirst du Diskussionen geben. Übrigens finde ich es ganz witzig, dass bei Fritz Bauer gesagt wird, jetzt kommt ein alter weißer Mann. Fritz Bauer war zu Lebzeiten also rassisch verfolgt in Deutschland. Aber das ist, glaube ich, ein Missverständnis zu sagen, jetzt beginnt etwas, jetzt bricht etwas auf. Das ist schon immer so. Also Straßennamen werden immer geändert, wurden immer geändert. Denkmäler sind oft viel jünger, als wir glauben. Die wenigsten Denkmäler werden so alt wie der reale Mensch. Also normalerweise nach ein paar Jahrzehnten ist der natürliche Lauf der Dinge. Übrigens in Amerika, wo die Diskussion noch stark ist über Bürgerkriegsgeneräle in den Südstaaten, sind das Statuen, die wurden nicht nach dem Bürgerkrieg aufgestellt, sondern in aller Regel wurden die nach dem Ersten Weltkrieg aufgestellt, als nämlich schwarze Soldaten aus dem Krieg siegreich heimkehrten und dann auch an der Heimatfront oder in ihrem Land anfingen, Ansprüche zu stellen als Staatsbürger. Und dann hat man bewusst diese Südstaaten-Generäle auf die Stadtplätze hingestellt, um sozusagen to remind them of their place. Also das ist schon immer so gewesen, dass durch diese Denkmäler politische Kommunikation stattfindet. Und wenn man so will, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht einfach ein unbedachter Rassismus, sondern dann eben tatsächlich zu diesem späteren Zeitpunkt ein sehr bedachter Rassismus als Zug. Absolut, ja. Bemerkenswert. Das ist tatsächlich, also vielen Dank auch erstmal allen in die Runde für diese Hintergründe, weil ich kannte vieles davon auch nicht. Ich glaube, das ist auch wertvoll. Aber Hasnain wollte noch was sagen. Nein, das hat sich schon erledigt. Im Grunde ging es mir nur darum, dass ja die Argumentation, dass ein Rattenschwanz an Diskussionen nach sich zieht und dass man sich nie hundertprozentig auf einen einigen kann, dass das ja nicht der Grund sein kann, dass man es gar nicht erst anfasst, sondern man muss natürlich trotzdem drüber reden. Ja, so meine ich es auch gar nicht. Ich meine nur, dass es gerade jetzt in dieser aufgehitzten Situation so ist, dass halt leider, was heißt leider, dass ich fürchte, bei der Mohrenstraße wird man sich nicht einigen können. Weil auch wenn ich so mit, gut, Fritz Bauer, warum nicht eben? Ich kenne seine Geschichte auch, kein Problem. Aber ich kenne halt auch Menschen, die dann sagen würden, ja, aber eigentlich, das waren, glaube ich, in Berlin die Grünen oder so, ich weiß nicht, wollten das ja auch nach dem ersten schwarzen Rechtswissenschaftler in Deutschland lernen. Auch fair, auch super. Also ich bin da, wie gesagt, ich meine das komplett... Ich bin da sehr frei und offen für alles. Aber ich sehe halt auch nur die Probleme, die es nach sich bringt. Und ich frage mich dann, wer darf dann mitsprechen oder so? Sollte man dann, weiß ich nicht, eine Volksabstimmung machen für jede Straße? Das wäre zumindest, also in einer digitalen Demokratie wäre das ja möglich. Das scheitert in Deutschland wahrscheinlich auch an der DSL-Verbindung. Mhm. Ich würde jetzt noch durch ein paar Anmerkungen gehen wollen. Vielleicht manche Sachen muss man vielleicht nichts mehr zu sagen, aber zu anderen vielleicht schon. Grit hat noch zu unserer Diskussion von ganz am Anfang zu Pippi Langstrumpf und Jim Knopf nochmal angemerkt. Pippi ist ja mehr als nur das Wort. Ein weißer König erobert eine Insel, der Kontext ist kolonial. Und zu Jim Knopf, im Film wird er an eine Insel geschwemmt und hört vom König, hier ist kein Platz, Assoziation heute Flüchtlinge und Mittelmeer, das Boot ist voll. Würde ich jetzt, ich meine, ich habe auch ein Kind, wo ich mich bald entscheiden muss, ob ich das vorlese oder nicht, würde ich halt dann kontextualisieren auch. Ist halt die Frage, ob das jeder macht und jeder kann. Da sind wir wieder in der Bildungsfrage, aber ich glaube, ich bin mal gespannt auch, wie ich da selber mit umgehe. Das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ansonsten würde ich zum nächsten Punkt gehen. Dann war noch die Frage, ob es nicht hartes Virtuous Signaling ist, wenn wir nur über die Statuen und den Film, also Otto den Film sprechen, anstatt dass man über den Alltagsrassismus spricht, der täglich in unserer Gesellschaft stattfindet. Da erlaube ich mir die Bemerkung, dass wir das in den letzten 4 Veranstaltungen getan haben. Also es ist tatsächlich eben heute auch eine Veranstaltung, wo wir ein bisschen tiefer an einer Stelle gehen wollen, ohne deswegen das andere zu relativieren. Und ihr meldet euch, wenn ihr irgendwas sagen wollt, ja. Kerstin hat noch angemerkt, ein zentraler Punkt ist, dass die Diversität unserer Gesellschaft den meisten Menschen nicht bewusst ist und sie auch in Kindergärten, Schulen und im öffentlichen Leben nicht selbstverständlich ist. Die Diversität und Multikulturalität Deutschlands wird durch das Aufrechterhalten von Gruppenkategorien dekonstruiert. Das Fremde muss erklärbar bleiben. Die Frage, woher kommst du, wäre für eine aufgeklärte, wissende Identität nicht mehr so relevant, da die Diversität der Herkünfte, ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten Teil des Selbstverständnisses wären. Das ist ein Statement und genau dazu kommt eine Frage von Besat, die ich noch einmal reinwerfen würde, weil es auch eine sehr liberale Frage ist oder eine, mit der sich Liberale natürlich besonders beschäftigen müssen. Mit Blick auf die laufende Diskussion, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, eine Gruppe von Menschen sprachlich zusammenzufassen?
Ich sehe das Problem nicht. Natürlich gibt es Möglichkeiten, Leute zusammenzufassen. Ich glaube, es ist gut, sich bewusst zu machen, dass eine Kollektivbezeichnung sozusagen nicht ja, ausschließt, dass man auch zum anderen Kollektiv gehört. Also, dass es Deutsch sein nicht automatisch ausschließt, auch schwarz sein zu können. Und wenn man das Bewusstsein hat, dann gibt es kein Problem, Leute Deutsch, Schwarz oder mit anderen Kollektivbezeichnungen zu bezeichnen. Also wenn ich nicht Moderator wäre, wäre das auch meine Antwort gewesen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass das die Herausforderung ist, vor der wir momentan stehen, dass viele noch nicht akzeptieren wollen auch, dass jemand eben mehr ist als die Identität, die man ihm ansieht. Und dass es eben auch natürlich eine Deutungshoheit des Einzelnen irgendwo gibt, wie er wahrgenommen werden will, er oder sie. Und das ist ja eben, oder? Dass man nicht sich nur über sein Kollektiv definiert und dass man trotzdem als Einzelperson eben Schwarzer, Deutsch, homosexuell, wurscht, was sein kann, aber eben, wie du sagst, trotzdem ja sich einer Gruppe angehört. Ich bin auch eine Frau, also gehöre ich irgendwie zu Frauen. Ich fühle mich aber trotzdem nicht als jede Frau der Welt, klar. Aber ich glaube, Menschen brauchen irgendwie Kategorien und jetzt rede ich nicht von Schubladen oder so und Vorurteilen, aber einfach irgendein Muster. Das finde ich aber auch nicht schlimm eben. Also. Es ist auch nicht schlimm. Was mich ärgert, ist, wenn Leute dann sagen, ich sehe deine Farbe gar nicht. Doch, aber ich kriege sie ja jeden Tag zu spüren. Also insofern, die Farben sind da, sie spielen eine Rolle und sie sind da und das ist auch in Ordnung. Die Frage ist halt, werde ich diskriminiert deswegen? Ich wollte nur auf eine Anmerkung noch angehen, weil was dein Leser oder deine Leserin fragte. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Diversität, die wir in Deutschland haben, tatsächlich in vielen Bereichen nicht abgebildet ist. Ich meine, wie viele Schwarze oder Braune, also People of Color, haben wir in den Chefredaktionen? Wie viele Abgeordnete haben wir? Wie viele Minister haben wir nicht weiße? Ja, und wie viele Bundeswehrgeneräle haben wir, die nicht weiß sind? Und so weiter und so fort. Also insofern, diese Abbildung ist natürlich in vielen Bereichen nicht da. Das hat zu tun vielleicht, weil wir noch nicht so weit sind, weil es noch nicht Leute gibt, die sich da durchgerungen haben. Aber es sagt natürlich auch was aus über den Weg, den wir noch zu gehen haben. Das Schöne ist ja, und da können Identitäre sagen, was sie wollen, wir werden irgendwann da sein. Hasnain, dann müsstest du halt das auch machen, ja? Aber du bist ja gegangen, du wolltest ja nicht mehr, du hast ja lieber Bücher verkauft. Ja, und ich bin auch geflüchtet nach Österreich. Ach so, das auch noch. Das ist auch ein interessanter Weg. Da haben wir den Bevölkerungsaustausch. Kasim nach Österreich, Schneider nach Deutschland. Das ist die. Aber hab noch zwei Anmerkungen, auf die will ich nicht mehr eingehen. Racial Profiling haben wir gemacht mit Mehmet Daimergüler. Ich glaube, in Veranstaltung 2 ist alles nochmal hier auch in den Chat geschrieben worden. Und Cultural Appropriation machen wir heute nicht mehr auf, auch wenn Anna schon große Augen kriegt und ganz viel dazu sagen wollen würde. Das schaffen wir leider nicht mehr. Ich will euch jetzt noch die Chance geben, weil wir ja auch positiv scheiden wollen, zu sagen, wenn ihr eine Statue aufstellen müsstet, wem würdet ihr denn eine Statue errichten? Ronan durfte vorhin anfangen, er muss jetzt auch anfangen. Ich Also, habe keine Ahnung, was du sagen wirst. ja, das Naheliegende wäre, dass ich jetzt sage, Fritz Bauer, dem ich sozusagen finde, der ist jahrzehntelang nicht geehrt worden und das es tut uns gut. Ich habe aber sehr, sehr charmante Sache mal entdeckt bei jemandem im Büro, der hatte eine Büste eines namenlosen Obdachlosen. Das fand ich eigentlich, weil oft gesagt wird, Denkmal soll dann zum Denkmal an, zum Denken anregen. Also selten habe ich irgendwie dann wirklich Gesprächsstoff gehabt, als wir an einer Büste standen. Da hatte ich das mal. Okay. Wer will als nächstes? Anna. Ihr könnt jetzt auch Standbild simulieren. Ich sehe, dass ihr atmet. Also ihr müsst schon was sagen. Also ich denke gerade so an Harry Potter und so. Kennst du diese, wie heißt das, die Wunschkammer? Das, Es tut mir leid, ich habe viele Bücher in meinem Leben gelesen. Harry Potter gehört nicht dazu. Noch nicht. Ich muss bald. Kurz erklärt, es gibt so ein Ding und du siehst das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Und ich glaube, das wäre eine schöne Statue, weil dann jeder Mensch das hat, was ihn am glücklichsten macht. Das ist philosophisch. Hasnain. Also ich kann dir da ehrlich gesagt niemanden sagen, weil ich jemand bin, der sich schon immer seit Kindheit an nicht für Statuen interessiert hat. Dann sieht man sich das an und sagt, okay, der und alles klar. Und hier in Österreich, in Wien, wimmelt es ja von Statuen. Ja, Maria Theresia und ich weiß nicht wer und Franzo und Sissi an jeder Ecke. Wird ja gerade so erschlagen von denen.
Mich interessiert das nicht. Ich bin nicht so sehr für Statuen. Ich würde lieber einen Baum pflanzen. Auch gut. Liegt ja auch im Trend. Ich würde Georg Elser nehmen oder Karl Christian Friedrich Krause, weil der tatsächlich schon zu seiner Zeit rund um 1800 als Philosoph damals groß geächtet, weil er eben zu liberal und zu progressiv war. Aber wenn man ihn heute liest, ist es kompletter Wahnsinn, wie weit der schon war. Damals schon verstanden hatte, dass sowohl Sexismus als auch Rassismus als auch Antisemitismus nichts mit einem aufgeklärten Menschenbild zu tun haben. Da war er weiter als Kant. Und der ist tatsächlich außer in Südamerika auch in Europa weitgehend unbekannt und dem würde ich ein Denkmal errichten, vielleicht bei mir zu Hause im Garten, interessiert sonst vielleicht niemanden. However, ich danke euch recht herzlich. Ich glaube, was wir heute gezeigt haben, ist, dass es nichts ist, was man, das Themenfeld nichts ist, was man in anderthalb Stunden einfach mal irgendwie abräumt. Das war aber auch vorher klar. Ich glaube, was wir aber auch gezeigt haben, und das ist mir auch ein Herzensanliegen gewesen, ist, dass wir auch durchaus kontrovers über sowas sprechen können und das immer zivilisiert abgeht. Ich würde mir wünschen, dass das eben auch in den sozialen Medien natürlich mehr der Fall wäre und auch ansonsten in den Debatten, die wir auch in den Feuilletons und sowas teilweise gerade sehen. Ich glaube, es geht darum, diese Gesellschaft in Zukunft zu gestalten. Und da geht es eben auch darum, immer den Anstand zu wahren. Und ich glaube, das haben wir heute Abend gemacht, noch dazu auf sehr hohem Niveau. Insofern bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die heute Abend dabei waren und die in den letzten Wochen dabei waren. Die Veranstaltungen sind noch eine Weile abrufbar online, teilweise für immer, teilweise nicht ganz für immer, sondern noch eine Woche. Wer heute Abend das erste Mal dabei war, vielleicht auch mal in die anderen Sachen noch reinzuschauen, lohnt sich, glaube ich. Ich bedanke mich nochmal bei der Naumann-Stiftung, Rudolf von Bennigsen-Stiftung und wünsche ansonsten allen einen wunderschönen Abend. Bei mir ist jetzt ein bisschen Sommerpause, vielleicht bei euch auch. Lasst es euch gut gehen und auf bald.